Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar StereoTrader Know-how Teil 5 der Webinarreihe. Thema heute Automatisierung und Backtesting ist der letzte Teil der Webinarreihe, aber noch nicht das Ende, selbstverständlich. Wir werden ja dann entsprechend auch im August schon mit dem neuen Webinar anfangen. StereoTrader Fragen und Antworten, also Helpdesk, aber dazu später dann mehr. Vielleicht noch ganz kurz, wer sich die Aufzeichnungen angucken möchte, die haben wir natürlich schon online, einmal unter Training und Videos, und wir haben ja mittlerweile selbstverständlich auch schon eine eigene Rubrik für den StereoTrader. Jetzt muss natürlich nur noch die Webseite mitspielen. So ist es. Da, StereoTrader, und da sind natürlich die ganzen Aufzeichnungen drin, inklusive Live-Tradings, was wir ja jetzt am Freitag wieder haben werden. Ja? Und für alle, die den StereoTrader noch nicht testen, haben wir natürlich hier auf unserer Seite unter Handelsplattform StereoTrader alle Informationen, die Sie benötigen, um erstmal zu erfahren, was das StereoTrader ist. Und selbstverständlich auch, wie Sie den in Verbindung mit FX Flat nutzen können. Und ganz weit unten, falls Sie das noch nicht gesehen haben, haben wir mittlerweile auch die Add-on-Pakete hinzugefügt. Dann können Sie hier auch entsprechend herunterladen. Ja? Super. Dann, Dirk, übergebe ich den Bildschirm. Und Ja, mach das mal. du kannst sehr, sehr gerne anfangen. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Spaß. Ja, wunderschönen guten Abend. Auch hier von meiner Seite freue mich sehr hier über unsere fünfte Runde mittlerweile hier um den StereoTrader. Und heute geht es ja um das Thema Automation. Mit Automation verbindet man natürlich immer schnell irgendwie ganz viel Programmierung, und muss man auch dazu sagen, ganz ohne geht es auch nicht. Aber es gibt auch ein paar einfachere Geschichten, wie man trotzdem halt auch mal Sachen backtesten kann. Also Thema Backtesting beziehungsweise Stichwort war ja im letzten Webinar dann eben auch der Fall. Dort hatte ich ja gezeigt, wie man manuell backtesten kann. Und jetzt in diesem Webinar geht es eben darum, mal zu zeigen, wie man eben auch automatisiert backtesten kann oder auch automatisiert handeln kann. Dazu erstmal ein kleiner Überblick. Was alles kann man überhaupt im StereoTrader automatisieren? Also unter Automation ist ja eigentlich ist ein großer Begriff. Einige Sachen sind ja bereits in der Plattform implementiert, wie jetzt zum Beispiel ein Trading Stop ist jetzt als Beispiel eine Exit-Automation, oder eben halt auch hier die Geschichten unter Auto-Exit sind ja auch alles irgendwo Automationen, wo man das dann halt irgendwo ja, die Plattform dann halt quasi selbstständig entscheiden lassen kann oder nicht entscheiden, aber halt automatisiert eben das, was man machen möchte, ausführen kann. Wie gesagt, ein Trading Stop gehört ebenso dazu, genauso wie Order Trailing oder natürlich auch die inzwischen ja doch recht bekannte Limit Pullback Order. Und das Ganze geht aber noch weit darüber hinaus. Der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mal gesehen, hier unten in dem Panel Auto Trading, dort gibt es ja einen Knopf, der heißt Estimation. Ich habe hier die Farben so ein bisschen belassen, da stelle ich mal irgendwie gerade um. Der heißt Estimation, und das heißt ja nichts anderes als letzten Endes, dass man damit halt so eine gewisse Abschätzung oder Einschätzung, eine grobe Einschätzung halt machen kann, relativ schnell über ja, gewisse Marktverhalten, aber wozu man dann aber auch letzten Endes natürlich eine automatisierte Strategie braucht. Beispiele für automatisierte Strategien ist zum Beispiel die Sportstrategie von Oliver Schwab. Der wird ja auch in Kürze dazu ein extra Webinar machen, auch wie man das mit dem StereoTrader umsetzt. Es gibt aber auch wesentlich einfachere Geschichten. Also die Sportstrategie ist ja zum Beispiel dann ein Vollautomat, also ein Handelsroboter, der letzten Endes alles selbstständig macht. Den muss man eigentlich nur einschalten und dann halt mal ab und zu gucken, ob es auch noch läuft und der Strom nicht ausgefallen ist. Und ansonsten hat man da halt nichts mit zu tun. Das wäre halt so ein Vollautomat. Man kann aber eben auch halt Teile automatisieren, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, mir gefällt irgendwie die Stop-Logik nicht, oder ich würde gerne irgendwie andere Exit-Strategien halt haben, kann man auch sowas teilautomatisieren oder eben auch
Also letzten Endes alles, was man hier im Panel einstellen kann, lässt sich halt eben entsprechend über die Stereotrader-API, die es ja auch frei zugänglich zum Download gibt, entsprechend halt ansteuern. Und wie weit man dann halt geht mit der Ansteuerung, das ist halt jedem selbst überlassen. Also es gibt ja zum Beispiel auch solche kleinen Helfer, zum Beispiel hier im Bereich Tools. Und da gibt es zum Beispiel, jetzt muss ich nur aufpassen, es ist nicht alles auf dem aktuellen Stand. Kann sein, dass jetzt irgendwas auch mal gleich nicht funktioniert. Aber zum Beispiel halt hier so ein Tickchart, ja, das ist letzten Endes auch damit gemacht. Oder hier halt eben auch zum Beispiel die ATRX. Das ist wahrscheinlich ist genau eins, was doch das funktioniert. Sowas zum Beispiel. Das an der Stelle jetzt nur ein Indikator, greift aber eben auch entsprechend auf die Automatisierungsschnittstelle zu. Wir werden es auch jetzt in diesem Webinar natürlich nicht schaffen, hier jetzt irgendwie jeden quasi fit zu machen für Automation, sondern dazu wird die Zeit nicht reichen. Dafür ist das Thema auch viel zu komplex. Aber zumindest doch mal hoffe ich, dass ich einen kleinen Überblick hier hinbekomme. Also das eine ist halt, wie gesagt, man kann solche Geschichten machen, also Indikationen und natürlich auch entsprechend mit Zeichenwerkzeugen im Chat, die doch weitaus ja, einfacher zu handhaben sind, als jetzt zum Beispiel, wenn man mit dem klassischen MetaTrader halt arbeitet. Also sowas geht dann halt zum Beispiel. Und auf der anderen Seite eben das Ganze gepaart mit entsprechend Automation. Aber kurze Rede, langer Sinn. Mach direkt mal einen Schritt weiter. Also dieser Estimator, mit dem kann ich ja, wie gesagt, dann zum Beispiel Strategien eben schon mal so Pi mal Daumen vorab schon mal einschätzen. Und ich werde auch gleich noch was dazu sagen, warum das immer nur Pi mal Daumen sein kann. Aber mal generell bringe ich das jetzt hier mal an den Start. Ich mache mir hier unten zu. Das brauche ich ja alles nicht gerade. Und jetzt geht hier irgendwie gerade Lärm los. Ich muss eventuell gleich mal kurz hier Fenster abdichten, also irgendwie eine Baustelle. So, hier mal zum Beispiel. Also wer die Stereotrader-API runtergeladen hat, der findet auch hier entsprechend auf der Seite, das mache ich mal zu, hier im Bereich Indikatoren Stereotrader und dort diverse Unterkategorien. Und dort gibt es zum Beispiel unter Samples sind dann halt so diverse Beispiele dabei. Also hier gibt es auch zum Beispiel eine automatisierte Range Breakout, die werde ich nachher auch mal kurz zeigen, wie man die tatsächlich auch handeln lassen kann, wenn man das möchte. Und da ist auch überall der Quellcode mit dabei. Ja, also wenn man da halt mit Rechtsklick drauf geht und geht dann auf Modify und da kriegt man hier auch entsprechend den Quellcode dazu. Also der ist bei den Samples ist der überall dabei und bei den anderen, bei den Tools ist er teilweise dabei. Also das ist jetzt hier zum Beispiel eine komplette Open Range Breakout, die ist jetzt natürlich mit 200 Zeilen, ist die halt also überschaubar, jetzt für meine Verhältnisse ist es extrem überschaubar, aber natürlich jetzt auch nicht eine ganz so kurze Geschichte. Es sind aber einfachere Beispiele dabei, die wesentlich kürzer gehalten sind. So, und so kann ich halt jede einzelne von diesen Strategien, jetzt zum Beispiel nehmen wir mal als einfaches Beispiel die Trade at Time. So, einfach hier mit Doppelklick und dann landet die hier auf dem Chart und dann sieht man auch hier unten bei Auto Trading, Trade at Time, also hier sind ja diverse Slots. Ich kann also mehrere Sachen auch übereinander packen. Und hier ist jetzt zum Beispiel, dann taucht hier Trade at Time, ich hoffe, man kann das gut erkennen, taucht dann hier entsprechend auf. Da steht jetzt erstmal No Signal, klar, weil die hat ja auch momentan nichts zu tun. Zumal Auto Trading auch nicht eingeschaltet ist. Also Auto Trading ist per Standard nie eingeschaltet. Einfach aus Sicherheitsgründen, nicht, dass da irgendwas sofort eine Order in den Markt gibt, was man eigentlich gar nicht wollte. Und normalerweise ist beides ausgeschaltet, dann sieht es so aus. Und ich habe jetzt eben nur hier Estimation eingeschaltet, also den Estimator, womit man eben halt dann so eine Strategie einfach relativ einfach mal testen kann. So, ich schalte jetzt mal hier Estimation ein. Eine kurze Erklärung zu Trade at Time. Das macht nichts anderes, als ich kann hier sagen, mach mir zu einer bestimmten Uhrzeit einen Trade auf und mache ihn zu einer bestimmten Uhrzeit wieder zu und sage dann eben kaufen. Oder wenn hier es aktiviert ist, dann entsprechend verkaufen. Wozu ist sowas gut? In erster Linie habe ich das schon öfters mal genutzt, um auch mal so ein paar Thesen auf den Prüfstand zu stellen. Es gibt ja zum Beispiel halt solche Aussagen, ja, wie freitags ist der DAX irgendwie meistens short. So, und dann kann man sich das relativ einfach angucken. Ich klappe mal hier auf der anderen Seite noch die Auswertung aus. Die sieht dann so aus. Das heißt, der Estimator gibt immer sofort einen Überblick drüber, was die Strategie gebracht hätte.
Und wenn ich jetzt als Beispiel sagen möchte, ja, ich gucke mir den Freitag an, weil der DAX da meistens short ist, schalte ich hier mal die ganzen anderen Tage einfach aus, sage hier verkaufen am Freitag. Hier im Auto-Trading muss man entsprechend natürlich gucken, dass Long und Short erlaubt ist, sonst funktioniert das nicht. So, und dann sieht das Ganze so aus. Ja, jetzt sind natürlich hier nicht allzu viele Tage geladen. Ich komme hier irgendwie komischerweise, ich habe das vorhin versucht zu beheben, momentan irgendwie nur auf 29 Tage. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, um es jetzt halt wirklich zu backtesten. Und da kommt jetzt natürlich nicht viel zusammen. So, aber jetzt halt einfach in dem Zeitraum. Da sieht man halt einfach relativ schnell, so wäre das Ganze gelaufen. Ich hätte irgendwie halt insgesamt, sieht man hier, 10 Trades gehabt in der ganzen Geschichte und das wäre bei rausgekommen. Es wäre tatsächlich, wäre es an der Stelle positiv gewesen, aber da sieht man schon am Kurvenverlauf, das ist doch eher ungünstig, weil hier einfach an den Zahlen dann auch, ich habe zum Beispiel hier im Maximum gehabt, beziehungsweise Minimum, minus 59 Punkte. Und oben kommen nur 21 raus. Das ist schon mal eine ganz schlechte Strategie mit so vielen Trades. Ja, es ist aber nur ein ganz einfaches Beispiel, wie man eben damit umgehen kann. Also auch wenn das jetzt ein bisschen schnell geht, keine Sorge, ich wiederhole das alles nochmal. Hier im Bereich Auto Trading. Ja, um das mal vielleicht der Reihe nach auch durchzugehen. Also hier bei Trades sage ich, was erlaubt ist, Long oder Short. Ist momentan beides aktiviert. Kann ich natürlich dann auch sagen, okay, ich will nur Long oder nur Short, egal welche Strategie das ist. Dann habe ich hier die Signalregeln, das lasse ich im Moment mal außen vor, da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Und ich kann zum Beispiel dem Estimator auch einen Spread mitgeben. Ja, jetzt hier einfach mal 1, damit überhaupt da Kosten mit reingerechnet werden. Und wenn man den Wert erhöht, als Beispiel auf 5, kommt natürlich was ganz anderes dabei raus. Ja, und damit kann man das auch so ein bisschen steuern, was man dann Ungenauigkeiten und Kosten, Slippage und so weiter da halt eben einplanen kann. Und wie man schon sieht, ist das Ganze so gehandhabt, sobald ich hier irgendwo im Panel irgendwas ändere, wird alles sofort neu gerechnet und entsprechend neu ausgewertet. Hier oben läuft dann immer, hat man vielleicht gesehen, da oben in der Titelzeile läuft dann halt immer auch die Fortschrittsanzeige mit. Kann man ja mal kurz darauf achten. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwo klicke, ja, dann rechnet er das halt dann auch entsprechend schnell hoch. Und jetzt, wie gesagt, hier sind es nur ein paar Tage. Das ist leider ein bisschen unglücklich, um das hier zu demonstrieren. Aber halt, das sollte entsprechend, wenn jemand schon länger bei FX Flat ist, was ich eigentlich auch bin, eigentlich mehr sein. Aber ich habe hier am Wochenende ein bisschen aufgeräumt. Vielleicht war das das Problem, warum da jetzt irgendwie nur gerade so wenig Tage sind. Ich kann ja mal auf 15 Minuten gucken, wie weit der kommt. Er kommt nur auf 14 Tage, ist alles ein bisschen merkwürdig. Hier. Ja, halbe Stunde, 25 Tage ist natürlich echt spannend. Also hier sieht man ja immer in den Details, ja, also wie viele Tage das sind. Also nochmal hier. Wie gesagt, da kann ich den Spread, kann ich dann halt zum Beispiel einstellen. Filterschließungen können wir im Moment auch mal ignorieren. Das betrifft ein ganz anderes Feld. Und Signale verfolgen. Das ist dazu da, wenn man automatisiert handelt. Also hier, wie jetzt zum Beispiel halt eine Open Range Breakout oder auch eine professionelle Variante davon, die Sportstrategie. Dann kann ich bei Signale verfolgen. Wenn ich das einschalte, kann ich jetzt hier nur leider schlecht demonstrieren. Aber dann würde man entsprechend unten im Terminal bei Experten würde man dann halt immer sehen, was gerade für ein Signal von dem Handelsroboter dann halt geschickt wird und was gerade ausgeführt wird. Das heißt, das führt einfach nur Protokoll, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Und dann sieht man es hier in dem Bereich immer direkt, welche Befehle ausgeführt worden sind, beziehungsweise gesendet worden sind und welche eben auch nicht. So, das lasse ich auch im Moment weg. Wie gesagt, sonst verzettel ich mich hier zu sehr und konzentriere mich hier wirklich mal auf die wesentlichen Sachen. Der Estimator geht auch übrigens nur, wenn ein einziger Slot belegt ist. Wenn mehrere Slots belegt sind, geht der nicht. Ja, das ist ja auch nachvollziehbar, weil er kann immer nur eine gleichzeitig dann an der Stelle berechnen, eine Strategie. So, aber jetzt hier nochmal zum Beispiel, genauso wenn man zum Beispiel sagt, irgendwie, ja, wenn die Amis kommen und dann wird immer erstmal hochgekauft. Ja, das wäre dann halt zum Beispiel, hier hatte ich jetzt eine Uhrzeit eingegeben, das ist natürlich jetzt Quatsch, aber halt für das. Für die Behauptung wäre das jetzt ja so, also 15:30 Uhr beginnt der amerikanische Markt. Und ich sage einfach um 17:30 Uhr oder meinetwegen um 18 Uhr mache ich zu. Und die kaufen ja immer, also gehe ich hier long an allen Tagen. So, dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Nichts. Ja, also zumindest jetzt mal für die letzten 25 Tage.
Wenn man da um 15.30 Uhr einfach long gegangen wäre, weil die Amis ja immer hochkaufen, sieht man, was rausgekommen wäre, einfach nur ein Drawdown. Ja, und so kann man halt relativ einfach und wirklich relativ schnell genau solche Sachen, die man vielleicht subjektiv auch wahrnimmt, dann auch eben ganz schnell testen. Und also ich finde es persönlich immer sehr hilfreich, weil das ist echt so eine Aussage, die liest man ja ganz oft, ja, die Amis kaufen erstmal hoch. So, das ist natürlich Quatsch. Also das kann man auch irgendwie über Jahre wegtesten, da kommt nichts bei raus. Das wäre ja auch eine einfache Strategie. Das ist ja auch nichts, worüber man sich aufregen müsste. Und dann geht man einfach immer long um 15.30 Uhr und geht um, was weiß ich, wann auch immer, geht man wieder flat. Und dann hat man ja Geld verdient. Wird aber nicht funktionieren. Sieht man ja auch hier schon. Ja, ich habe jetzt natürlich hier keinen Stop-Loss und keinen Take-Profit gesetzt. Einfach aus dem Grund, ich will ja nur wissen, was kommt jetzt dabei raus? Ja, also ich eröffne um 15.30 Uhr, schließe um 15.30 Uhr, kaufe an allen Tagen, kein Stop-Loss, kein Take-Profit und das wäre das Ergebnis. Und wenn man sowas zum Beispiel jetzt mit dem Estimator macht, dann ist das auch recht zuverlässig, weil der jetzt nicht irgendwie darauf angewiesen ist, da die genauen Ticks da halt irgendwie rauszusuchen, sondern ja halt eben, da geht es ja nur darum, halt irgendwie festzustellen, welcher Kurs war da um die Uhrzeit. Und das sind ja auch hier runde Zahlen. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall vernünftigen Eröffnungs- und Schlusskurs in den Kerzen und dann passt das schon recht genau. Wenn ich das jetzt halt nochmal durch einen separaten Backtest schicke, wird da nichts anderes bei rauskommen als da. Trotzdem, wenn man es halt ein bisschen genauer machen will, ist der Estimator mit Vorsicht zu genießen. Ich werde auch gleich mal demonstrieren, warum. Wenn ich jetzt zum Beispiel nämlich sage, ja, ich hätte hier gern irgendwie einen Stop-Loss von 25 Punkten, weil mehr bin ich nicht bereit zu riskieren. Mit so einer Strategie gebe ich das hier ein, aktiviere den Stop-Loss und dann sieht man im Estimator zum Beispiel, ich hoffe, man kann das erkennen, ich mache das auch noch mal ein bisschen größer hier, man sieht hier überall solche Pfeile. Ja, das heißt, da so ein großer Pfeil heißt immer, hier ist eine Order ausgeführt worden, also in dem Fall eine Market Order und der kleine heißt, hier ist die Position geschlossen worden. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel schon, gut, das ist jetzt ein relativ einfaches Beispiel, aber hier sieht man es ein bisschen besser. Oder am besten wäre, wenn ich hier mal einen finde, der mal auch ein Plus aufgegangen ist, aber das ist gar nicht so schwer, so einfach bei dieser Strategie, merke ich gerade. Ich scroll mal hier ein bisschen durch. Sekunde. Ja, so sieht man halt einfach auch mit dem Estimator in der Vergangenheit, was wäre wo passiert. Ja, also jetzt hier zum Beispiel sehe ich, ah, da wurde gekauft. Da war mein Stop und da oben, der versteckt sich leider so ein bisschen, der kleine Pfeil, da ist er rausgegangen, ja, das, weil das einfach die Uhrzeit war, wo es hätte schließen sollen. So, mal gucken, gehen wir hier mal ein bisschen weiter. Da auch nochmal, ich bräuchte mal einen Gewinner, um mal zu erklären, wo der Fallstrick dabei ist, aber das gilt nicht nur für den Estimator Mysterio Trader, sondern generell für alle Oberflächen, mit denen man auf diese Art und Weise backtesten kann. Das ist nämlich nicht besonders aussagekräftig, man muss das schon nochmal separat testen. So, haben wir hier denn mal einen, ich mache mal anders, ich setze den Stop mal ein bisschen enger, machen wir 10 Punkte Stop-Loss. So, hier haben wir zum Beispiel so einen Fall, ja, also jetzt hier, das ist eine 30-Minuten-Kerze, hier ist der Trade eingegangen worden, also ein Long-Trade ist hier eröffnet worden und hier war der Stop-Loss und oben ist geschlossen worden. So, das Problem ist aber hier ganz klar, wenn ich nur die fertigen Kerzen habe, weiß ich theoretisch ja nicht, was ist eigentlich zuerst passiert, weil ich weiß nicht, ist dieser, die Order, wann ist die ausgeführt worden? Weil wenn jetzt hier zum Beispiel der Schlusskurs war, ich mache das mal noch, ich traue mich das jetzt nicht größer zu machen, dann springt es hier wieder in der Gegend rum, ich hoffe, das geht so. Wenn jetzt hier der Schlusskurs war von der Kerze davor und ich habe hier geöffnet, dann kann es natürlich sein, also hier, da wo genau wo die Linie ist, ja, die ist ja knapp darüber. Es kann natürlich sein, dass die hier geschlossen hat, ist erst runtergelaufen und ist dann hochgelaufen. Es kann natürlich auch genauso umgekehrt passiert sein. Es kann sein, der ist erstmal hier hochgelaufen, ist dann runter ins Stop-Loss und dann hoch. Und der Estimator versucht da halt schon irgendwo so eine, jetzt nicht eine ganz Worst-Case-Szenario-Regel anzuwenden, sondern halt schon mit der Logik vorzugehen. Das hier ist jetzt natürlich gerade so ein Grenzfall, wo man mit bloßem Auge dann schon eher sagen würde, ich glaube, der ist da irgendwie doch zuerst in den Stop gelaufen, aber da halt hier die Eröffnung tiefer war und der Stop tiefer, hat er das jetzt hier zum Beispiel angenommen,
einfach damit, dass der Stop nicht getroffen worden ist. Ja, und deswegen, das sind genau solche Szenarien, die sieht man natürlich besser, sobald man den Timeframe verkleinert. Wo sind wir hier? 14. Juli, versuche ich da gleich mal nochmal hinzukommen. Aber hier am Schluss war das. Also 14. Juli. So, irgendwie springt das hier nicht so, wie ich das gerne hätte. Muss ich hier ein bisschen von Hand zu Fuß noch durchscrollen. Mal gucken, ob ich den hier finde. Ne, hier fehlen Daten, sehe ich gerade. Das ist das Problem. Deswegen sind da nur so, hier ist irgendwie ein Loch drin. Das heißt, ich bin hier im April und dann plötzlich im Juli. Da ist leider irgendwas mit der Datenbank nicht so, wie es sein soll. Das ist sehr schade. Dann muss ich das hier ein bisschen anders machen. Ja. Also hier jetzt dann zum Beispiel auf den 5 Minuten ist jetzt zwar ein ganz anderer Trade, aber letzten Endes ist das ja das Gleiche. Hier sieht man natürlich dann halt in so einer Auflösung wesentlich besser. Also hier zum Beispiel auch um 16:20 Uhr hätte ich jetzt hier irgendwie einen größeren Zeitraum gewählt, hätte ich hier wahrscheinlich schon wieder das Problem mit dem Stop-Loss. Und hier sehe ich es natürlich genauer. Ja, wenn jetzt so ein Trade als Beispiel dann halt eingegangen wird und ich setze jetzt zum Beispiel noch einen Take-Profit, der steht gerade bei 20. So, und dann wird man sehen, der landet jetzt hier oben. Ja, sieht man auch, wenn man der Maus drüber geht, da steht da auch Take-Profit Long. Hier unten ist der Stop-Loss von der Long-Position und hier ist mein Break-Even, also mein Entry. Und der würde aufgehen. Ganz klar, weil hier bestehen keine Zweifel. So, und auf so ein Bild kann man sich natürlich verlassen. Aber wie gesagt, das, was ich gerade gezeigt habe, das ist da halt ein bisschen schwieriger. Und hier sieht man jetzt auch zum Beispiel, sieht es jetzt ganz anders aus. Aber wie gesagt, ich habe hier leider, hat man ja gerade gesehen, so ein bisschen das Problem hier mit der Datenbank. Ich weiß nicht, warum die löchrig ist. Das sollte natürlich nicht der Fall sein. War es beim letzten Mal auch nicht. Deswegen wundert mich das gerade so ein bisschen. Ja, aber da sieht man zum Beispiel das Verhalten. Geht mal nicht, geht mal nicht. Jetzt mit den Daten, die da sind, tatsächlich funktioniert. Ja, und so kann man sich dann das halt entsprechend dann halt auch relativ einfach anschauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Strategie mal außen vor gelassen, ich kann natürlich auch alle anderen Sachen, die dann hier zur Verfügung stehen, zum Beispiel PLH Peak, das wäre jetzt so ein Trail, den man halt hier auch einsetzen könnte, der dann letzten Endes hier nach 10 Punkten anfangen würde zu trailen mit einem Abstand von 5 Punkten, schalte ich einfach mal ein. Und dann sieht man hier auch, wird es genauso visualisiert. Ja, also hier hat der Stop angefangen, dabei erreichen von dem Trigger, also hier mit 10 Punkten, das war ja dann die Kerze danach. Ja, das ist entsprechend hier hochgezogen worden und wird dann ja fortgeführt unter der Kerze halt, die das höchste Hoch gemacht hat. Wenn ich jetzt den Take Profit noch rausnehme, sieht man es noch ein bisschen besser. So wäre dann der Trailing Stop gelaufen. Das ist eigentlich gerade auch ein ganz schönes Beispiel dafür. Was dann auch in so einem kleinen Timeframe auch recht verlässlich ist. Ja, also auf 5 Minuten, mit den Abständen, damit kann man auf jeden Fall dann auch schon was anfangen. Also, und so kann man eben halt genau solche Geschichten, kann man die eben, also solche Thesen als Beispiel, dann geht immer long. Und wenn ja, wie handle ich das? Und kann man halt relativ einfach überprüfen und dann auch eben zum Beispiel hier entsprechend die Exit-Strategie dann auch anpassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe und sage, ja, Stop-Loss 2 Punkte, wird das Ganze natürlich, ja gut, hier hätte es jetzt tatsächlich noch gemacht, aber ist natürlich auch wieder genau der Fall wie vorhin. Hier weiß ich nicht, war er vorher drunter oder drüber, wahrscheinlich aber eher nicht, ja. Und wie gesagt, nochmal, das gilt für sämtliche Plattformen. Also es gibt ja mehrere Plattformen, die was in der Art ja anbieten. Und deswegen ist das immer nur bedingt verlässlich. Man muss es eigentlich mit echten Ticks tatsächlich backtesten oder man geht es wirklich an auch mal visuell durch. Und dafür ist es ja auch hier so ein bisschen gemacht, damit man da entsprechend auch die Möglichkeit hat, ja, also auch mit bloßem Auge sowas sich zum Beispiel anzugucken. So, ich versuche jetzt nochmal hier die Fragen irgendwie einzublenden. Ich hoffe, das gelingt mir jetzt, ohne dass hier gleich alles auf den Hauptbildschirm kommt. Nee, ist aber so. So, schnell mal weg. Also, wenn da irgendwas dabei ist. Nee, Nelson, du kannst mir vielleicht so ein bisschen helfen mit den Fragen hier, auch wenn da was dazwischen kommt. Und dann würde ich Genau, versuchen, da da war drauf einzugehen. ein Teilnehmer, der gemeint hat und geschrieben hat, dass er
die Buttons, also Estimator und Estimation und Auto Trading gar nicht angezeigt bekommt. Das ist aber dann ein Einzelfall. Also, aber ich frage mich halt vor allen Dingen, wieso? Da müsste man sich mal das Setup irgendwie angucken, weil das ist ja per Standard ist das ja auf jeden Fall da. Also es gibt ja gar keinen Grund, warum das nicht angezeigt sein sollte, außer man hat jetzt irgendwie einen passiven Chart. Ja, also ist aber Genau. auch kein Pool und so weiter da. Ja. Also beziehungsweise das ist auch nur dann teilweise da. Aber ansonsten gibt es ja keinen Grund, warum das nicht angezeigt werden sollte. Dann hat ein Teilnehmer auch gefragt, ob man damit Indikatoren testen kann, aber ich glaube, das hattest du auch beantwortet. Ja, was heißt Indikatoren testen? Ja, man kann das, ja, aber es geht nicht ganz ohne Programmierung. Also beziehungsweise ein paar Beispiele sind drin, wo man sich auch dran orientieren kann, wie man sowas zum Beispiel macht. Ich mache den hier mal gerade weg. Also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Automaten wieder loswerden will, einfach hier Rechtsklick und dann Delete Indicator Window, weil das ist ja, um das vielleicht auch mal kurz zu erklären, der StereoTrader ist ja so aufgebaut, ja, also er kann mit Indikatoren kommunizieren. Ja, normalerweise ist der Indikator ist ja immer nur dazu da, um irgendwie was anzuzeigen. Aber der StereoTrader, mit dem kann man halt Indikatoren letzten Endes in Signalgeber verwandeln. Das heißt, ich kann auch genauso gut jetzt hier irgendwie, ist auch, glaube ich, einer drin, zum Beispiel die Stochastik, ja, einfach testen. Das wäre so eine Sache, die ist auch im Quellcode mit dabei. Das kann ich ja mal kurz versuchen zu zeigen. Ich hoffe, die funktioniert jetzt auf Anhieb, weil wie gesagt, hier ist einiges neu. Ich bin halt hier immer eine Version weiter und die ist auch eben manchmal noch nicht ganz fertig, beziehungsweise, ich glaube, es ist nicht den RSI, sondern da kommen auch manchmal so komische Sachen bei raus, die dann natürlich in der finalen Version natürlich nicht sind, das ist ja klar. So, jetzt hier mal Stochastik zum Beispiel, die wird auch unten angezeigt. Ja. Hier die Stochastik ist auch im Quellcode dabei, wie man sowas macht. Die geht jetzt halt entsprechend nach den eigentlich altbekannten Regeln der Stochastik. Das heißt also, wenn ich oben halt einen Schnitt habe über der Signallinie, also hier beziehungsweise über dem Schwellwert, und den kann man hier einstellen, ist mit 20 ist der eingestellt. Ja, das heißt, der liegt bei 0 bis 20 und dann entsprechend von 80 bis 100. Und jedes Mal, wenn es einen Schnitt von den beiden Kurven gibt in dem Bereich und einen Wiedereintritt in den neutralen Bereich, dann gibt es entsprechend ein Signal. Man sieht es hier auch. Stochastik ist lustigerweise tatsächlich etwas, was im M5 irgendwie, obwohl jetzt hier die Daten begrenzt sind, da habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, auch schon mal durch einen echten Backtest geschickt, da kommt tatsächlich was bei raus. Also muss jetzt nicht für alle Zeiten gelten, aber in dem Zeitraum, wo ich es damals mal getestet habe, ist das so. Und das wäre jetzt halt hier, das sind ja diese typischen Parameter halt hier, KD und Slowing. Also genauso, wenn ich eine Stochastik jetzt zum Beispiel hier über den oben über die Indikatoren einfüge, kann man ja gerade mal machen zum Vergleich. Und zum Beispiel Stochastik, also die gleichen Werte, 5, 3, 3 und dann mal hier drüber. Und dann sollte das eigentlich nicht anders aussehen. Ja, sieht man auch. Das heißt, es ist exakt das gleiche Bild. Und der Code dazu, der ist entsprechend dabei. Das kann man sich angucken, wie man sowas macht. Ist absolut nicht kompliziert. Werde ich auch gleich mal im Beispiel zeigen. Und so kann man dann natürlich dann genau solche Geschichten testen. Oder genauso halt wie Crossing Moving Average ist ja auch hier dabei. Hier in den Beispielen auch alles mit Quellcode, wie man sowas zum Beispiel macht. Und dann habe ich natürlich hier jetzt die Möglichkeit, den hier kann ich ja nochmal wegmachen. Da habe ich natürlich dann die Möglichkeit, von so einem Indikator ein Signal zu schicken an den StereoTrader. Und der schickt mir das jetzt hier zum Beispiel durch den Estimator mit dieser Exit-Strategie, ja, die jetzt ja gerade wieder so eingestellt ist wie vorhin. Ich mache mal hier ein bisschen realistischer halt den Stop-Loss mit 10 Punkten und entsprechend dem markttechnischen Trail, hier der PLH Peak. Oder ich könnte es natürlich auch mit Take Profit machen. Ja, dann sieht es sogar so aus. Da kommt dann noch mehr bei raus, dann wäre natürlich der Trail ignoriert. Und wie vorhin gezeigt, auch das kann man einfach dann in der Vergangenheit sich angucken. Wo wäre mein Entry gewesen? Jetzt hier zum Beispiel, wo mein Exit? Der hier wäre im Verlust ausgestoppt gewesen. Der hier davor auch. Aber hier haben wir, glaube ich, dann einen, der ist dann zum Beispiel gelaufen. Ich mache es mal ein bisschen kleiner hier. Nee, ist auch nicht gelaufen. Wo sind denn die ganzen Gewinner, die hier angezeigt werden? Ja, hier dann zum Beispiel, ja. Hier Entry,
Da ist der Stop nachgezogen worden, weil der PLH-Peak da schon mal eingegriffen hat. Kann ich aber genauso gut nur den Break-Even absichern lassen. Ja, also die gleiche Logik, die man im Handel eben auch hat. Das heißt, mit der Einstellung wäre ich ja jetzt, das kennt man ja, wenn man mit dem Stereo Trader manuellen Handel vertraut ist, würde nichts anderes bedeuten, als ich habe einen Stop-Loss aktiviert, 10 Punkte, Take-Profit aktiviert, greift bei 20 Punkten. BET heißt, nach 10 Punkten, wie hier angezeigt, wird die Position auf 0 beziehungsweise in dem Fall auf plus 2 abgesichert. Und genau das sieht man auch hier. Hier ist der Trade eingegangen worden, weil die Stochastik da ein Signal geliefert hat. Ich kann auch mal dahin springen, damit man es ein bisschen besser sieht. Ja, also hier unten wäre jetzt ein Signal gewesen. Ich benutze mal das Fadenkreuz. Und da sieht man jetzt halt hier in dem unteren Bereich, ja, kann man das erkennen? Ja, ne? Kann es leider nicht größer machen. Aber hier im unteren Bereich, da gab es halt einen Überschnitt. In dem überverkauften Bereich ein Wiedereintritt und entsprechend ist dann halt hier das Signal erzeugt worden. Dort ist jetzt auch hier der blaue Pfeil an der Stelle. Das ist mein Long Entry. Hier ist, beziehungsweise genau hier war das dann an der Stelle. Da mein Stop Loss und hier oben mein Take Profit. Und hier an der Stelle ist er halt 10 Punkte drüber. Kann man ja auch nochmal kurz abmessen, damit man es mal sieht. Ja, also die Kerze ist 14 Punkte lang. 15 sogar, entsprechend logischerweise hier nach 10 Punkten abgesichert und dann oben raus. Ja, und auch hier gilt es ganz genauso wie für das, was ich vorhin auch gesagt habe. Hier könnte es natürlich auch noch sein, gut, bei der Kerze jetzt eher unwahrscheinlich, ja, so wie die aussieht, die schließt oben, rennt einfach weiter. Da ist es unwahrscheinlich, dass der hier unten schon wieder gefüllt worden ist, beziehungsweise die Position raus ist. Sondern hier sieht man ja halt eine Bewegung, kam runter und ging dann in einem Stück hoch. Und erst hier oben ist ja auch Break-Even abgesichert worden. Und hier oben das ganze Ding raus. Also von daher alles gut. Nee, obwohl ich sehe gerade, nee, umgekehrt ist sogar der Fall. Hier ist er davon ausgegangen, dass der Stop-Loss getroffen wurde. Also an der Stelle wäre es sogar zu Ungunsten eingeschätzt gewesen. Ja. Weil halt hier ging er eben davon aus, okay, der ist zu nah dran und das passt nicht. Und hier hätte es sogar gefehlt. So, wenn ich den jetzt aber wegmache, die Break-Even-Absicherung, und dann sieht man hier gelaufen und dann oben war der Exit. Immer da, wo der kleine Pfeil ist. Ja, oder halt eben mit dem Trail würde es natürlich so aussehen. Ja, entsprechend halt hier der Verlauf. Ich frage mich sogar, was habe ich hier für komische Farben hier? Das ist orange. Sieht ja schon ein bisschen merkwürdig aus alles. Aber auf jeden Fall, ich denke mal, das Prinzip ist ja verstanden, ja. Also man kann halt hier visuell einfach gucken, was passiert, wenn ich zum Beispiel so eine Strategie jetzt so einen Indikator halt hier durchschicke. Und dann gibt es dann noch einige mehr. Also das war jetzt ja das Beispiel für einen Indikator. Ich zeige dir noch gleich mal, wie so ein Quellcode aussieht. Aber erstmal hier noch kurz ein paar andere Beispiele. Was hat er auch noch dabei? Ist halt hier die Range Breakout M und O. Und M heißt nichts anderes als, da geht Market Orders ein und O setzt es per Orders. Ja, also ich zeige mal jetzt hier zum Beispiel die M. Lade ich jetzt einfach mal drauf. Und da sieht man jetzt, da ist eingestellt, es wird genauso unten geladen, ja, und hier auch wieder, erscheint dann hier im Slot. Ich kann dann zum Beispiel sagen, hier 9 Uhr bis 10 Uhr ist meine Open Range. Nach 4 Punkten Austritt würde ich das Ding gerne handeln. Und ich brauche eine minimale Range von 20 Punkten, maximale Range von 100. So, und dann sollte das funktionieren. Zumindest mal immer in der Vergangenheit. Hier der letzte Tag jetzt noch nicht. So, aber hier in der Vergangenheit zum Beispiel an gestern war das jetzt hier, beziehungsweise am Freitag, war das ja hier jetzt zum Beispiel die Open Range von 9 bis 10 Uhr. Da gab es dann entsprechend nach oben einen Austritt. So, kam nicht allzu weit und hier der Stop ist nachgezogen worden nach der Logik, wie hier eingestellt wurde, hier ausgestoppt, fertig. Das war ein Loser. Und wie man sieht, hier gab es dann noch ein paar mehr davon. Ja, und so kann man natürlich jeden beliebigen Zeitraum, ja, man kann natürlich dann auch genauso gut sagen, was weiß ich, meine Range ist mit den Amis, ja, so zum Beispiel 15:30 Uhr bis irgendwie 16 Uhr. So, und dann sieht es so aus und ich handle nur den Austritt aus der Range von der US-Session, wenn die eröffnen, ja. Und so kann ich natürlich jeden beliebigen Zeitraum und natürlich auch jeden beliebigen Wert, das heißt, ich kann es genauso gut auf dem Euro oder wo auch immer machen, und kann es entsprechend handeln. Und sehe auch hier auch, wie gesagt, immer direkt so eine grobe Einschätzung davon.
ja, wie das hätte laufen können und auch entsprechend, wenn Trail halt benutzt ist, gibt es auch bestimmt einen netteren. Kann man gucken, ist bestimmt auch mal einer gelaufen. Die sind alle nicht gehandelt worden. Da haben dann die Kriterien nicht gestimmt. Ich kann ja mal hier die Range mal auf 0 stellen. So, dann sind natürlich auch mehr ausgeführt worden. Aber irgendwie keiner hier in der Reichweite, der arg weit gekommen ist. Hier hätten wir zum Beispiel so einen, das war dann halt Austritt nach unten. Und der hat entsprechend funktioniert. Nach oben an der Stelle nicht. Warum? Weil ich habe hier eine Distanz von 4 gewählt und die bezieht sich auf den Schlusskurs. Ja, also jetzt hier bei dieser Strategie, der muss 4 Punkte aus der Range rauskommen per Schlusskurs, damit entsprechende Order aufgemacht wird. Und das war hier nicht der Fall, deswegen ist die nach oben nicht getriggert worden. Aber nach unten, wie man sieht, hier gab es einen Austritt deutlich drunter und entsprechend damit dann auch die Eröffnung. So, und das ist halt, die ist übrigens auch im Quellcode mit dabei, die kann man sich auch anpassen, wie man möchte. Und kann natürlich auch hier jetzt ohne da irgendwas zu programmieren auch einfach hier die Werte ändern. Ja, ich kann jetzt auch sagen, hier Distanz 1 reicht mir. So, und dann, wo ist denn der von gerade? So, und dann sieht man auch hier, der wäre direkt auch oben ausgeführt worden und unten wäre halt ein Stop-Loss geendet, Pech gehabt. Ja, das wäre dann natürlich das Ergebnis an der Stelle gewesen. Das heißt, ich muss für solche einfachen Geschichten oder für, das sind ja so die Standards, ja, irgendwie Open Range oder halt eben auch mal eine Stochastik oder auch ein Crossing MA. Das sind ja so die Standards, die kann man da halt mal zumindest mal testen, ob man sie dann handelt. Man kann natürlich diese Beispiele, also alles, was hier drin ist, sind eigentlich ja nur Beispiele, aber sind funktionierende Beispiele. Man kann das natürlich auch einsetzen. Also, aber da trotz allem der Hinweis, bitte auf dem Demokonto zuerst mal damit vertraut machen, bevor man damit irgendwie auf ein Live-Konto losgeht und da mal ein Gefühl eben auch dafür bekommen, weil es natürlich, wenn man das noch nie gemacht hat, ist das schon ein bisschen ja, befremdlich, wenn da plötzlich ein Automat irgendwie sagt, ja, mache ich jetzt mal, ne, oder ich handle mal für dich. Dirk, Bitte? vielleicht direkt mal Ja? eine Frage dazu. Und zwar ist hier gefragt worden, ob die Auswertungen irgendwo auch gespeichert werden, also dass man die Signale irgendwie in der Datei dann hat. Nee, weil das wäre halt auch einfach, also ich glaube, man hat keine Vorstellung davon, wie viel das an Material ist, ja, wenn da jetzt irgendwie jede einzelne Ansage, auch jetzt hier von diesem Range Breakout, das wären schon hunderte von Kommandos, die halt da kommen, ja, das ist halt too much. Und die Auswertung, ich meine, die habe ich ja hier. Und er macht ja zum Beispiel, der Estimator rechnet ja nur mit Punkten, der rechnet ja nicht mit einem fiktiven Konto. Und weil es halt auch bei so einer Auswertung nicht wirklich, finde ich, sinnvoll ist, sondern es geht ja darum, halt zu sehen, okay, wie viele Punkte läuft der wohin und wie viele Punkte läuft er halt oben hin und wie sieht meine Quote aus und das jetzt auf dann ein fiktives Konto mit Werten zu übertragen, das ist ja nicht so tragisch. Und das heißt, alles, was ich eigentlich erstmal brauche, habe ich ja halt hier an der Stelle. Man kann aber dann natürlich jetzt so eine Strategie auch durch den ganz normalen Strategietester schicken. Ja, also das kann ich gleich auch mal noch zeigen, wie das funktioniert. Ich hoffe nur, die Zeit reicht für alles, was ich noch zeigen will. Aber dann habe ich natürlich am Ende eine komplette Auswertung mit allen einzelnen Trades und so weiter und so fort. Das ist klar. Also deswegen, der Estimator macht es ja nur mal vorab. Wenn ich es im Detail haben will, dann geht man halt entsprechend in den Strategietester und macht es dort. Wie gesagt, zeige ich auch noch gleich. Ja, auf jeden Fall mal noch. Und mal ganz kurz noch zu der anderen Open Range Breakout Strategie. So, hier auch nochmal weg. Die arbeitet zum Beispiel mit Orders. So, das heißt, da kann ich halt auch einstellen meine Zeiten. Und aber wie man hier sieht, gibt es plötzlich gestrichelte Linien. Das heißt, der geht nicht per Market rein, sondern platziert jetzt einfach hier rundherum die Range. Die ist jetzt hier eingestellt auf 9 Uhr bis 10 Uhr. Platziert da rundherum Orders im Abstand von 4 Punkten, hat also die gleichen Parameter wie die andere auch. Und das heißt, sobald die Order gefüllt ist, geht entsprechend dann halt auch der Trade auf. Ja, und das ist eben der Unterschied. Und damit ist auch, glaube ich, eine andere Frage von vorhin beantwortet, weil es wurde nämlich gefragt, kann ich einen Teilverkauf automatisieren? Klar, indem man nämlich einfach Orders verwendet. Ja, also ich habe jetzt hier einfach nur Sell Order 1, heißt jetzt hier einfach nur von der zur Verfügung stehenden Volumengröße 1 hat er eine Order aufgemacht, könnte ich natürlich auch
mehrere machen oder könnte auch sagen, okay, ich hätte hier gerne statt einen Take-Profit hätte ich gerne einen Teilverkauf. Klar, dann würde ich einfach dort eine Buy-Order mit 0,5 machen. Ja, als Beispiel. Und das ist halt jetzt eben das Pendant dazu. Das heißt also hier mit Orders und der wartet nicht auf Schlusskurs, sondern geht entsprechend direkt mit Orders in den Markt rein. Und hier ganz genauso direkt die Auswertung kann ich auch jetzt dann natürlich auch sagen, okay, ich mache mir zwei verschiedene Settings für Long oder Short. Da kann ich natürlich ja einmal sagen, gut, das ist nur meine Long-Variante. Die hat die und die Parameter und die Short-Variante hat eben nochmal andere Parameter. So, ich muss mal ganz kurz einen Schluck hier trinken. Ja, in der Zeit kann ich auch kurz auflösen, das Problem war bei dem Teilnehmer, der das nicht sehen konnte. Er hatte die Silver Edition installiert und okay. Hat jetzt nur die Classic-Version. Ja, klar. Also das geht halt tatsächlich nur mit der großen Version, ja. Also diese ganzen Automationen. So, machen wir das mal nochmal weg hier. Und so kann man genauso gut hier weiter mit Crossing MAs, ja, also gleitende Durchschnitte, die sich kreuzen, kann man hier auch machen. Zum Beispiel hier kann ich dann sagen, ja, mein schneller Moving Average ist 20, mein langsamer irgendwie 200. Das heißt, also wenn die sich kreuzen, gibt es entsprechend ein Verkauf oder ein Kaufsignal. Weil da gibt es ja halt auch irre viel Behauptungen, ja, was weiß ich, wenn der EMA 8 den SMA 35,5 kreuzt und dann ist das irgendwie ein Long-Signal, wird man schnell, relativ schnell feststellen, nichts davon funktioniert. Also an Crossing MA. Also zumindest nicht, wenn man das so handelt. Das klappt einfach nicht. Und so kann man dann halt eben solche Sachen, also wie gesagt, ich finde es sehr hilfreich, wenn man sich da nicht irgendwie drauf verlassen muss, was man irgendwo gelesen hat, sondern probiert es halt hier einfach aus und guckt es dann an, wie verlässlich ist das. Ja, also die Crossing MAs zeichnet er jetzt hier nicht ein. Aber jetzt nur mal als Beispiel, kann ja hier mal damit mal ein paar mehr Signale haben, sage ich mal, okay, 2050, kann ich hier schnell einzeichnen, hier Moving Average, was brauchen wir, also einen 50er, den machen wir einfach hier in Brown und dann machen wir noch einen 20er, den machen wir dann in Blau, jetzt habe ich ein Exponential, aber ist nicht schlimm, dann in Blau. So, und dann sieht das so aus. Jetzt habe ich hier allerdings, kann ich ja gleich mal vorangreifen, das ist hier ein Moving Average, der war ja exponentiell, wenn ich das richtig sehe. Und genau, so. Das heißt, hier hätte ich jetzt aber hier ein SMA 20 und ein SMA 50. Wenn ich hier einen EMA zum Beispiel haben will, ist das jetzt einfach nur so vorgegeben, gebe ich halt hier ein Minus ein und dann rechnet er das mit dem EMA. So, und dann sieht man hier halt auch, ja, solche Kreuzungspunkte, ich hoffe, das stimmt jetzt hier, werden entsprechend gehandelt. Also hier habe ich einen Schnitt, genau, das ist jetzt zum Beispiel so ein Kandidat. Hier habe ich einen Schnitt von dem schnellen SMA mit dem langsamen EMA, nur mal zum Beispiel, der kommt von oben runter. Ja, in der nächsten Kerze ist er dann auch drunter und hier gibt es entsprechend dann das Short-Signal und unten der Take-Profit. Hätte sogar funktioniert an der Stelle, aber was da insgesamt so rauskommt, sieht man ja schon. Ja. Nur mal zum Beispiel, man kann das natürlich auch einfach drehen lassen. Das heißt, ich mache gar keinen Stop-Loss und keinen Take-Profit, sondern kann das Ding drehen lassen. Dann kommt erstmal nichts dabei raus. Das ist ein ganz einfacher Grund. Kann auch zeigen, warum. Damit komme ich nämlich auf einen anderen Punkt hier im Auto-Trading. Hier gibt es nämlich Signalregeln. Und insgesamt 8 davon, also man sieht schon, das Ganze ist schon ein bisschen, ist nicht ganz so einfach, muss ich da auch mal reinlesen. Es gibt auch, übrigens, wenn man die StereoTrader API installiert, gibt es auch ein separates Manual dazu, das auf dem Desktop installiert ist. Und dort ist das auch alles erklärt. Und hier das O steht für Opposite und was rechts daneben steht, also letzten Endes, wie mit Gegenorders umgegangen werden soll. O Ignore würde heißen, gegensätzliche Signale werden ignoriert, passiert also nichts. Entsprechend habe ich hier halt auch kein Ergebnis. Und genauso könnte ich aber sagen, O Reverse, das ist ja wahrscheinlich das, was wir hier haben wollen. Und dann passiert hier komischerweise auch nichts. Na gut, ich habe nur Long aktiviert, nur Short. So, und dann sieht das so aus. Das heißt, O Reverse, das heißt, wenn ein Gegensignal kommt, macht er das Ganze entsprechend, macht er die eine Position zu und eröffnet die andere. Ja, und so sieht dann das Ergebnis an der Stelle aus. Das heißt, ich hätte hier keinen Stop-Loss, keinen Take-Profit,
sondern handle dann nur nach Gegensignal. Ist ja lustig, da kommt tatsächlich was bei raus jetzt. Aber wie gesagt, meine Daten sind noch nicht vollständig hier. Wobei das echt eine schräge Kombination ist hier. Wahrscheinlich habe ich jetzt hier gerade den heiligen Gral entdeckt. Man muss also nur den SMA20 mit dem EMA50 kreuzen im 5-Minuten-Chart und dann läuft das hier wie geschnitten Brot, wie man sieht. Ja, aber sollte man sich auf jeden Fall dann auch mal über einen vernünftigen Zeitraum angucken, ob das wirklich sinnvoll ist, so zu handeln. Ich bezweifle es ganz stark. Und da gibt es hier noch so einen Zusatzschalter. Das kann man sich aber alles im Quellcode angucken, was es damit auf sich hat. Das heißt, der guckt sich noch die Biegung an von der Kurve. Und damit ist das Signal schon mal ein bisschen verlässlicher. Das sieht man auch hier direkt. Das sieht direkt schon mal ganz anders aus. Nicht mehr so hakelig wie davor, sondern macht das Ganze ein bisschen glatter. Das heißt, der guckt dann halt zum Beispiel für ein, wie zum Beispiel hier, dort wäre ja halt so ein Schnitt. Ja, jetzt hier von dem Crossing MA. Das heißt, dort kommt der Blaue, schneidet den Roten von unten. Entsprechend ist hier ein Pfeil, den kann man jetzt hier nur, ah, nee, Quatsch, andersrum war es hier, von oben nach unten. So, und das macht er aber nur, wenn die Biegung entsprechend ist. Ja, also hier waren beide nach unten gebogen, nur dann macht er ein Short-Signal. Und hier aber deswegen kein Long-Signal, weil der Rote an der Stelle nicht genug gebogen war. Ja, so kann man das halt einfach nochmal ein bisschen sauberer rausfiltern. So, das hat es jetzt einfach nur mit der Geschichte hier auf sich. Ja, und diese ganzen Geschichten findet man entsprechend hier in den Samples. Ja, also wenn man da mal reingucken will, zum Beispiel so ein Crossing MA, der ist total einfach und das ist auch relativ wenig Code, um da auch mal ganz kurz drauf einzugehen, wie sowas aussieht. Weil ich glaube, das fällt halt auch jetzt speziell jetzt solche, die dann zum Beispiel vom MetaTrader kommen und dort vielleicht schon mal die Programmierung gesehen haben. Ich glaube, die tun sich erstmal schwer damit, weil die Logik eine ganz andere ist, aber völlig einfach. Und ich zeige das mal halt eben, wie sowas aussieht. Jetzt hier zum Beispiel diesen Crossing Moving Average. Ja, das ist also vom Quellcode ist das alles, also irgendwie 100 Zeilen. Und vieles davon ist auch schon irgendwie hier Beschreibungstext. Und so sieht es halt immer aus. Also es gibt halt auch, wenn man zum Beispiel so eine Sache programmieren will, hier die Blank, ja, dort ist einfach alles drin. Und die kann man dann ausfüllen mit dem, was man braucht. Das heißt, das ist immer so ein Template, mit dem man einfach loslegen kann. Die Programmiersprache hier vorhin wurde auch gerade vom Oliver gefragt. Das ist vom Prinzip her ist das MQL, ja, also die Basis ist schon MQL, wie sie halt im MetaTrader auch da ist. Aber hier gibt es ein Framework und das heißt, also so ein Mantel drumherum vom Stereo-Trader, womit das Ganze schon in großen Teilen gedeckelt ist und wodurch sich auch eine ganz andere Logik ergibt von der Herangehensweise. Ich gehe mal kurz von oben nach unten durch. Also ich habe halt hier gibt es halt so ein paar Makros, ja, so baut sich das halt immer auf. Wie gesagt, in dem Template steht das ja alles drin. Ich habe hier wo meinen Anfang, da gebe ich das Ding einen Namen. Dann habe ich hier drei Eingabefelder, also beziehungsweise zwei Eingabefelder und einen Button, ja. Das sind also die Dinger hier. Mehr muss ich gar nicht machen, da sind die schon da, beziehungsweise hier kommt dann halt die Initialisierung. Dort werden halt die Felder hinzugefügt. Also hier zum Beispiel wird ein numerische Eingabe wird hinzugefügt, ja, einfach nur Beschreibung und Voreinstellung. Noch eine, ja, das sieht man, das sind die oben definiert worden sind. Und dann hier noch ein Button und das war's. So, und das Panel und die ganze Interaktion, die damit stattfindet, ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel was ändere, passiert ja immer sofort was. Und das ist alles in diesem Framework drin. Darum braucht man sich überhaupt nicht zu kümmern, ja, das ist komplett automatisch. Und das ist ja sowas, das geht ja mit dem MetaTrader schon mal nicht. Ja, also dass man halt da jetzt einfach dann so ein Panel im Indikator hat, der dann auch noch rechnen kann, funktioniert nicht. So, aber wie man sieht, trotz allem ist es halt von der Programmiersprache ist das nichts anderes als von der Basis eben halt die MetaTrader 4 Sprache, nur die Logik. Und dazu sage ich mal kurz ein bisschen was, damit man es mal generell versteht. Also es gibt hier jetzt nicht irgendwie so eine Funktion, die aus der Programmierung kommen, werden es kennen im MetaTrader, gibt es ja eine OnCalculate, die kann man nutzen, ja, muss man aber gar nicht. Man kann sie nutzen, auch völlig ohne Einschränkung, kann damit ganz normal Indikatoren bauen, aber die Logik, die hier vonstatten geht, ist ein bisschen anders. Ich zeige dazu mal ganz kurz ein Bild, was da hilft, das vielleicht auch ein bisschen zu verstehen. So, das ist natürlich genau das,
Ich jetzt eigentlich hier vorbereitet, sondern es ist doch genau. Also von der Logik sieht es immer so aus, dass ich muss mir keine Gedanken darüber machen, an welchem Tag ich jetzt bin, zu welcher Minute oder Stunde ich bin, sondern die Funktion, die man jetzt hier gesehen hat, also diese SEA Evaluate heißt die, das heißt, die ist dazu da, um Signale zu erzeugen und die wird dann quasi nach Abschluss von jeder Kerze oder wenn ich möchte auch auf jeden Tick, ja, wird die aufgerufen. Und das heißt, ich komme einfach von links nach rechts. Das heißt, ich komme von der Vergangenheit in die Zukunft. Muss also mir gar keine Gedanken drüber machen, wo genau ich mich jetzt befinde, sondern habe dann zum Beispiel immer einen klaren Bezug. Also ich bin immer hier und jetzt oder eben da und jetzt. Ja. Und das alles, die aus der Programmierung kommen, werden es wissen. Das ist ja in Arrays, sind ja die Kerzen gelagert. Das heißt, also letzten Endes, also eine Tabelle sozusagen, wo ich die ganzen Kerzendaten drin habe. Und ich bin immer bei Null. Egal wann, wie und wo. Ich muss nie irgendwie eine Schleife bilden oder sonst irgendwas. Und das heißt, also von der Logik ist der Metatrader völlig anders aufgebaut. Das heißt aber, ich komme jetzt hier zum Beispiel rein. Ja, das ist meine Funktion, SEA Evaluate. So. Und das heißt, nach jeder Kerze wird die aufgerufen und ich frage hier einfach nur meine Felder ab, also der FastMA und dann halt hier die Spannweite bzw. der Spanwert und dann hier auch nochmal, die frage ich einfach nur ab von meinen Eingabefeldern. Ja, ich glaube, die sind gar nicht durchgenommen. So, das heißt, die frage ich hier einfach, nicht von meinen Eingabefeldern, Entschuldigung, sondern ich frage hier ab, wo der Crossing MA liegt. Ja, und hier gibt es nämlich dann zum Beispiel so eine Klasse, die heißt Bars. Und Bars ist einfach nur, sind die ganzen Balken. Und ich bin immer im Index bei 0. Egal, ob ich, wo ich jetzt komme, in der Vergangenheit oder ob ich auf dem aktuellen Datum bin, ich bin immer bei 0. Und das heißt, ich sage dem einfach nur hier, Bars, ja, also ist meine Klasse, ich brauche den SMA. So, das ist alles mal im Eingabefeld. Das ist nämlich 20. So, und rückwärts betrachtet 1. So, und nicht irgendwie irgendwelche komplizierten Funktionen, sondern ich bin immer, immer richtig. Ja, egal, ob der jetzt irgendwie gerade live handelt oder hier im Estimator in 1980 rumwerkelt, muss ich mir überhaupt gar keine Gedanken drum machen, weil ich so immer direkten Zugriff drauf habe. Ja, und hier dieses Komma 1, das ist dieses Shift Value, was man halt kennt. Das heißt, ich bin da und wenn ich den SMA, also den gleitenden Durchschnitt haben will, von der Vergangenheit mit einem bestimmten Sprung, ich habe dem jetzt hier gesagt 1, das heißt, er fängt eine Kerze, also hier ist die 1, anfangen zu rechnen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis 20 und bildet mir daraus eben aus den letzten 20 den Durchschnitt. Und deswegen, es ist immer egal, wo ich stehe. Und deswegen ist der Code natürlich auch wesentlich kürzer als jetzt zum Beispiel bei einem normalen Metatrader. Das hier ist jetzt schon für jemanden, der es zum ersten Mal sieht, schon ein bisschen aufwendig, obwohl man sieht hier eigentlich, da oben fängt die ganze Logik an und da unten ist es schon vorbei. Mehr ist das nicht. Ja, und das auch noch hier mit etlichen Kommentaren. Und ich gucke hier einfach nur, ist mein, also Kaufsignal ist vorhanden, wenn der schnelle MA größer als der langsame ist und außerdem, wenn halt dieser Wert entsprechend kleiner dem Wert ist und dann, falls hier die Kurve überprüft werden soll, dann gucke ich noch, alles klar, ist entsprechend hatte ich hier auch die Kurve gegeben. So, und wenn es dann heißt, alles klar, hier liegt ein Kaufsignal vor, dann sage ich dem einfach nur, kaufen, fertig. Ich muss mir auch überhaupt gar keine Gedanken drüber machen, wie ich jetzt mit diesem Kaufsignal umgehe, weil das wiederum macht ja wiederum der Stereo Trader. Der Stereo Trader kriegt nur gesagt, kaufen. So, und was ich damit mache, was ich kaufe, welche Größe und so weiter, das kann ich alles hier oben hier einstellen, hier ganz normal meiner Positionsgröße, ich kann meinen Stop-Loss und so weiter einstellen. Ich kriege nur das Kaufsignal und den Rest regle ich halt entsprechend selber. Man kann natürlich auch in so einer Strategie auch noch alles festlegen. Natürlich kann ich dem hier sagen, welchen Stop-Loss, welchen Take-Profit, welchen Trail, muss ich aber nicht. Ich kann mich einfach darauf beschränken, indem ich hier nur sage, kaufen, mehr nicht. Und das ist natürlich gegenüber dem, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Metatrader eine Automation hinstellt, das ist ja überhaupt gar kein Vergleich. Ja, da bräuchte ich ja dafür
schon, also wenn ich das jetzt irgendwie alles neu machen müsste, bräuchte ich schon hunderte von Zeilen, um dann nicht nur die Position zu eröffnen, sondern auch die Bedingungen für die Schließung, für die Drehung und so weiter. Aber all das, auch genauso, was ich vorhin gezeigt habe, ob ich das jetzt hier drehe oder schließe oder traile und so weiter und so fort, das kann ich alles hier festlegen. Da muss ich mir überhaupt gar keine Gedanken machen. Ne? Und entsprechend muss man diese Logik einmal verinnerlicht haben. Und ich glaube, wenn man das mal gemacht hat, wird man auch erkennen, dass es halt, glaube ich, schneller eigentlich gar nicht machbar ist. Und auch vom Umfang her, vom Funktionsumfang her ist es schon relativ ordentlich, was da halt machbar ist, weil ich eben auch so ganz einfache Sachen machen kann. Ich kann zum Beispiel, könnt jetzt hier zum Beispiel fragen, wenn ein neuer Tag ist, ja, dann sieht so ein Befehl sieht so aus, if und dann is new day. So. Und dann mache ich dies und jenes. Ja, das heißt, ich brauche auch nicht hier irgendwie Datumsangaben zu hantieren. Oder auch andere Sachen. If, so sieht es dann aus, ist new hour, zum Beispiel neue Stunde, neue Woche und so weiter und so fort. Und da gibt, von diesen Sachen gibt es eben ganz viele vordefinierte Funktionen, die man relativ leicht nutzen kann. Genauso gut zum Beispiel der aktuelle Kurs, ja, finde ich immer unter Price. Price ist immer mein aktueller Kurs. Egal, ob ich jetzt hier pro Tick unterwegs bin, was man auch einstellen kann, oder mit der fertigen Kerze. Price ist mein aktueller Kurs. Ende. Genauso gut kann ich halt sagen, hier, was ist die aktuelle Stunde? Kriege ich über Hour zum Beispiel oder Minute. Und so ist es entsprechend extrem kurz und einfach gehalten. Und das muss man einfach mal einmal verinnerlicht haben. Und so kann man dann wirklich sehr, sehr, sehr schnell ganz einfache oder auch komplexe Strategien, ja, mit einem komplett komplexen Exit, kann man einfach extrem schnell hier dann auch testen. Und eben so, wie es halt gar kein Vergleich ist zu der normalen, zum normalen MetaTrader. Und noch ein kleiner Nebeneffekt, ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Ich könnte nämlich hier jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier den Crossing MA geladen und könnte jetzt hier auch direkt in dem Code jetzt zum Beispiel was ändern, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, pass mal auf, ich ändere hier Wert XY, ja, ist jetzt nur ein Beispiel. Sobald ich hier was ändere und das kompiliere, dann bin ich, so, dann bin ich hier auch direkt wieder aktualisiert. Das heißt, ich habe immer ein Echtzeitergebnis von dem, was ich gerade programmiere. Muss dann nicht irgendwie einen Tester einschalten oder sonst irgendwas, sondern mache das einfach hier im Quellcode und habe es direkt erledigt. Ja, muss ich also irgendwie gar nicht mehr groß rumtesten, sondern ich ändere meinen Quellcode, komme zurück, hier die Oberfläche und es ist schon fertig. Ja, und das ist natürlich extrem schnell, um sowas zu machen. Mal als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, um mal ein ganz neues, simples Beispiel hier auch mal zu machen, um mal zu zeigen, dass es wirklich nicht viel ist, ich mache das hier mal kurz zu. So, und zeige jetzt einfach nur mal, wie würde es aussehen, wenn ich montags morgens um 8 Uhr einen Trade aufmachen will. Ja, da gehe ich einfach hier auf Blank. Ja, das ist ja mein Template. Speichere das mal kurz unter anderem Namen. So, jetzt einfach hier rein. Nenne das Ding montags kaufen. So. Dann gebe ich dem hier einen Namen, sage hier zum Beispiel auch Montag. Kaufen. So, die Buttons und so weiter brauche ich gar nicht. Die kann ich hier wegmachen. Oder machen, lass den Moment drin. Ich zeige mal kurz andersrum. Und sage dann hier zum Beispiel halt Long. Nenne ich den Button jetzt einfach mal, weil ich kann nicht entscheiden, ob ich Long oder Short gehe montags. So, das hier brauche ich nicht. Indicate, das ist nur für Sachen, also Indicate die Prozedur zum Zeichnen. Ich will hier nur jetzt automatisch entscheiden, handle ich. So, dann mache ich einfach Folgendes. Frage ich einfach, if, jetzt muss ich mal gucken, Day of Week, gleich, ich glaube, Sonntag ist die 0, 1. So, und dann gucke ich noch irgendwie hier. Und wir haben irgendwie 8 Uhr und 0 Minuten. Dann kaufen, fertig. Das war's. Das ist alles. Und wenn ich das Ding jetzt hier reinschicke, ich kompiliere das eben mal,
So, den schiebe ich den mal hier drüber. Den finde ich jetzt hier bei Sempel. Der heißt Montags kaufen. Hier einfach drauf. So, und dann kauft er montags und fertig ist die Nummer. So, hier noch ein Stop-Loss und ein Take-Profit. Da sieht man, montags kaufen ist nicht so clever. Ja, aber jetzt mal rein vom Code her, ja. Das ist halt alles, das ist ja, also weniger geht ja gar nicht. Und jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Button dann jetzt sagen will, okay, ich will Long oder Short, dann frage ich hier einfach if, so, und der Button heißt MBTN, ist checked, also wenn der Button angeklickt ist, dann kaufen. Ansonsten, ups, ist nicht gebraucht. Ansonsten verkaufen. So, dann kann ich mir das nochmal angucken. So, jetzt geht er long. Und wenn ich verkaufen will montags, dann sieht das Ganze so aus. Ja, es ist also wahnsinnig kompakt, der Code, wie man sieht. Und aber nicht täuschen lassen durch das bisschen hier. Man kommt an alles ran im Stereo Trader, an sämtliche Funktionen, an fast sämtliche Statistikwerte. Alles Mögliche kann man ansprechen über diese Schnittstelle. Nur, dass die halt eben kompakt gehalten ist. Und vielleicht hat man es jetzt auch, hoffe ich, verstanden, ja. Ich mache, dass ich mir hier gar nicht fragen muss, wo bin ich denn gerade? Bin ich jetzt gerade im aktuellen Tag? Handle ich live, im Demo, im Estimator? Das ist völlig wurscht, ja, weil ich immer in dieser Logik drin bin. Ich komme immer von links nach rechts und da ist irgendwo Montag und da ist auch irgendwo 8 Uhr. Und wenn montags 8 Uhr ist, dann kauft das Ding halt. Ende. Und spielt überhaupt gar keine Rolle an der Stelle, ob ich am Auswerten bin, ob ich in der Vergangenheit nur was darstellen will oder ob ich gerade handle. Das macht alles der Stereo Trader. Und das ist halt entsprechend das, was das dann ja auch schön kompakt macht gegenüber MetaTrader. Also sowas mit dem MetaTrader, das ist schon richtig unübersichtlich. Und man hat auch hier noch andere Sachen. Man kann zum Beispiel im Timer agieren, man kann Chart-Events abfragen, auf Reset, also Reset zum Beispiel ist immer dann, wenn halt irgendwie alles neu aufgebaut wird und so weiter und so fort. Man kann sehr komplexe Strategien damit sehr, sehr einfach darstellen, hat vor allen Dingen eben auch Zugriff auf jetzt zum Beispiel Stunden, Tageskurse, Wochenkurse und so weiter und so fort, was ja beim normalen Indikator beim MetaTrader nicht der Fall ist, sondern habe ich immer nur den Timeframe und hier habe ich halt wesentlich mehr Spielraum. Und genauso gut, jetzt zum Beispiel, wenn man halt eine Order setzt, ja, oder ich kann ihm auch hier sagen, jetzt einen Stop-Loss mitgeben will, ja, dann sage ich einfach nur SL, so, 20 Punkte. Mehr ist das alles nicht. Oder ich kann auch ganz einfach noch Linien zeichnen, ja, das sind auch so Sachen. Gibt es alles Mögliche halt hier schon, was vordefiniert ist, was man zeichnen kann. Wesentlich einfacher, alles mit einer Zeile, ja, ich kann halt hier Pfeile malen, Linien, Clusterungen, Filter, das heißt also, das sind so vertikale Darstellungen. Ich kann Highlights, Fibos, kann ich machen und so weiter und so fort. Und der Zugriff eben auf die Kurse, also nochmal, Price ist immer mein aktueller Kurs. Können wir zum Beispiel auch sagen, hier Buy Order, also ich gehe nicht Market, sondern er sagt dann halt hier Price plus 4. Das heißt, an der Stelle würde er mir eine Long Order setzen, gemessen an dem aktuellen Kurs plus 4 Punkte. Ja, nur mal zum Beispiel. Geht also genauso einfach. Und also wie gesagt, ich kann das jetzt hier nicht zu sehr vertiefen. Ich glaube, das wird too much. Man muss sich das mal angucken, mal ein bisschen mit den Beispielen auseinandersetzen und vor allen Dingen das hier verinnerlichen. Das ist das Entscheidende eigentlich, was es so einfach macht. Und da steckt halt eine Klasse dahinter, eben eine Basisklasse, mit der ich eben auch an alles rankomme und hab da zum Beispiel auch diverse Indikationen drin, ja, wie zum Beispiel die Stochastik, ja, da brauche ich nicht irgendwie so einen MetaTrader-Befehl aufzurufen, sondern komme dann halt entsprechend dann halt hier darüber halt dran. Also wenn ich zum Beispiel sage hier Bars, ja, das ist ja, das sind eben aktuell meine Kerzen oder meine Tabelle mit den Kerzen, kann ich zum Beispiel hier die Stochastik abfragen. Und dann hier einfach die Werte eingeben und Ende, ja. Ich muss mir nie Gedanken drüber machen, wo das Ganze stattfindet, sondern ich bin immer an der richtigen Stelle. Immer. Das gewährleistet halt eben dieses Framework vom Stereo Trader. Und das eben dann halt eben auch die Möglichkeit, um das so
kompakt auch zu halten. So, da kommen ganz viele Fragen. Genau. Mal gucken, ob wir die alle beantwortet kriegen. Also eine Frage wäre zum Beispiel, wo man weiterführende ja, Fragen zur Programmierung beantwortet bekommt. Ich denke mal, die erste Anlaufstelle wäre natürlich das Handbuch, ne? Ja, klar. Und es ist aber auch schon geplant, also das haben jetzt auch schon mehrere angeregt, dass man da irgendwo mal eine Gruppe auch an den Start bringt, wo ich natürlich dann auch öfters mal moderieren sollte und wo man dann halt eben auch entsprechend da auch mal was beantwortet bekommt. Ansonsten, ich bin natürlich auch gerne bereit, solche Sachen dann auch selbst zu beantworten. Und auf der anderen Seite sollte man sich halt mal überlegen, das ist natürlich nicht spruchreif, ob man da auch einfach mal regelmäßig irgendwie Webinare dazu macht und dann halt so Q&A, also Frage-Antworten dann halt. Ja. Weil das natürlich schon, es ist wirklich schon sehr, sehr komplex. Also auch die Library, die hier zugrunde liegt, die ist schon recht ordentlich. Ne? Man findet übrigens die Sachen, wenn man, das ist nämlich vorhin auch gefragt worden, ich habe das bei mir gar nicht, nein, dazu muss man die StereoTrader API installieren. Und die kann man auch runterladen auf der Homepage von FX Flat. Und also die API beinhaltet dieses Framework, ja, also diesen Mantel sozusagen. Und wenn man das installiert hat, dann findet man hier im Bereich MQL4 Include hier die API, das gehört alles dazu. Und da sind dann auch solche Sachen drin, wie zum Beispiel diese Basklasse, ja. Also wo jetzt zum Beispiel das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, ja, das sieht man das schon ein bisschen mehr an Code, da geht es schon mal gleich in den vierstelligen Bereich. Oder halt eben auch das Framework an sich. Also das ist halt alles schon, ne, das sind schon ein paar tausend Zeilen, die da halt drin liegen. Und das sind immer im Wesentlichen sind das die Pakete. Also es ist einmal halt dieses Chart-Paket, wo man dann halt eben, wo die ganzen Zeichenfunktionen drin sind, die auch wesentlich eleganter sind. Also zum Beispiel, wie ich vorhin ja gezeigt habe, hier die Range Breakout, ja, um so ein Cluster zu malen, das ist nicht viel. Das ist eine Zeile hier. Damit malt er mir das Cluster. Um das nochmal kurz zu zeigen, wie das aussieht. Wo haben wir es? Die Range Breakout. Einfach mal die M, ist ja egal. Ja. So, also so ein Cluster zum Beispiel, ja, was jetzt hier gelb unterlegt ist und was auch noch beschriftet ist. Da steht ja oben noch was drin. Und sowas zum Beispiel, ja. Und das ist eine einzige Zeile. Und dann, dort sage ich nur von wann bis wo und so weiter und so fort. Fertig. Und das ist natürlich halt alles entsprechend kompakt gehalten. Hier sieht man ja halt auch wieder vom zeitlichen her, ich frage hier einfach nur die Zeit ab, da wo ich gerade stehe. Ja, ich hätte auch hier, gut, er fragt jetzt hier natürlich die Uhrzeit ab, das heißt, er rechnet hier rückwärts, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ab jetzt eine Linie malen will bis heute Abend, ja, dann ist das halt das Einfachste von der Welt. Dann sage ich nur, zeichne mir eine Linie, Price, also da wo ich jetzt bin. Time ist da, wo ich gerade bin, und dann halt irgendwie End of Day, Ende. Das war's. Und ja, macht das Ganze halt auch ein bisschen eleganter. Also es ist einiges drin an Funktionen, an Zeichenfunktionen, und ist aber alles im Handbuch oder müsste eigentlich alles im Handbuch erklärt sein. Ansonsten findet man auch hier schon mal einen Überblick. Das ist der falsche. Mal gucken, was hier in der StereoTrader API, das ist die Hauptdatei davon. Und hier ist dann halt zum Beispiel auch so eine kleine Übersicht schon, wenn man schon mal irgendwie einen Eindruck davon bekommt, was da halt alles drin ist. Man kann auch Kerzen malen und so weiter und so fort damit, ja. Ja. Den Link zu So, den was haben wir Downloads noch? habe ich in den Chat kopiert, übrigens für die Teilnehmer. Genau. Genau, welches Handbuch? Das Handbuch, wie gesagt, das wird mit installiert. Auf dem Desktop findet man das dann. Und dort ist eigentlich alles an Funktionen erklärt, was es gibt. Also das kann jetzt sein, dass da halt irgendwie die Zeichenfunktion, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob die voll ausgeführt sind schon, weil ich glaube, die hatte ich irgendwann mal hinten angestellt. Aber da kann man ja auch einfach erstmal in den Beispielen auch und mal gucken. Ja, damit man überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt, ja. Und jetzt zum Beispiel die Geschichte mit Orders setzen, ja, wie das ja jetzt hier, um das auch mal ganz kurz mal ein bisschen hervorzuheben. Wenn ich zum Beispiel halt hier solche Orders setzen will, ich wüsste nicht, dass das zum Beispiel mit anderen Plattformen machbar ist, dass ich halt
visuell backtesten kann, also wie jetzt hier mit dem Estimator und dann auch noch mit Orders, Teilverkäufen und so weiter und so fort. Und ist schon so ein bisschen besonders, weil die meisten können ja tatsächlich irgendwie nur Market Order und dann irgendwie rein raus und dann vielleicht noch irgendwie Stop anpassen, das war's. Aber hier kann ich halt wirklich so gut wie alles, ja, also alles, was der Stereotrader hergibt, kann ich auch entsprechend durch den Estimator schicken und kann mir immer vorab ein visuelles Bild davon machen, wie meine Strategie funktioniert, was die abwirft. Und das ist auch das Stichwort. Ich habe ja auch gesagt, man kann natürlich, bevor man sowas jetzt als Beispiel sich da zu sehr auf den Estimator verlässt, weil das kann immer nur eine Abschätzung sein, weil eben der zeitliche Faktor von den Ticks halt fehlt, ja, oder von den Kerzen teilweise auch fehlt. Das kann der Strategietester ein bisschen besser, aber auch der kann es nicht hundertprozentig, weil der auch nur die Bewegung größtenteils erfindet. Der hat aber die Möglichkeit, ein bisschen besser zu emulieren. Und man kann natürlich dann auch so eine Strategie, statt die jetzt einfach nur hier im Estimator zu zeigen, kann man die auch durch einen Strategietester schicken. Wie das geht, zeige ich eben auch mal. Packen wir hier mal das alles mal rein. Also hier oben dann auch ganz normal der Stereotrader muss halt hier als Expert drin sein. Symbol wäre jetzt hier der DAX, 15 Minuten, Spread, jeder Tick. Visueller Modus natürlich, das ist genau wie beim manuellen Backtesting, ja, das hatte ich ja im letzten Webinar gezeigt. Dann sage ich einfach mal bis heute. So, und dann mal Go. Und dann lassen wir den mal kurz ein bisschen laden und jetzt hat er natürlich nichts, weil die Daten hier fehlerhaft sind. Das ist natürlich jetzt Ja, ein bisschen letztes doof. Mal hattest du da tatsächlich sehr viele Daten bis November, glaube ich. Ja. Oktober, November. Ja, das war schon, ich war keine Ahnung, warum, was, wo das Problem hier ist. Das ist mir echt ein absolutes Rätsel. Irgendwas ist da auf jeden Fall hops gegangen, warum auch immer. Ich versuche jetzt aber mal hier irgendwas an den Start zu kriegen, und wenn es jetzt nur ein paar Tage sind. Ne, keine Chance. No History Data. Das ist echt so ein bisschen doof. Ich kann mal versuchen mit dem Euro, ob der hier irgendwas bringt. Ja, weil ich weiß, das letzte Mal bin ich ja echt extrem weiter zurückgekommen, ne? Aber das ist irgendwie, ich habe keine Chance, hier irgendwas da jetzt durchzuschicken. Das ist natürlich jetzt So gut total. aufgeräumt, das letzte am Wochenende. Bitte? Ich habe so gut aufgeräumt jetzt am Wochenende. Ja, also ich weiß echt nicht, warum das so ist. Was? 4.17? Da haben wir noch gar nicht, ne? Ich kann versuchen, mal hier nochmal. Das ist doch gerade das Problem. Ah, da kommt ein bisschen was. So. Ups. Was hat er jetzt? Ja, da läuft aber irgendwie nichts, ne? Na doch, okay. Puh, kriegen wir das ja wenigstens noch gezeigt. Also hier ganz normal Stereotrader starten im History Trading, also hier über den Strategietester. Und wenn ich dann jetzt so eine Strategie zum Beispiel wie diese, jetzt einfach mal diese Crossing MA, die wir vorhin hatten, ja, ganz normal, also einfach auch hier mit Doppelklick da draufziehen. Die wird unten geladen. So, hier im Auto Trading finde ich jetzt natürlich keinen Estimator mehr. Es gibt ja nichts mehr hier. Zum Schätzen, sondern wir sind hier im Strategietester unterwegs. Deswegen Autotrading ist hier im Tester auch sofort eingeschaltet. Und entsprechend, mehr muss ich gar nicht machen. Ja. Also es kann jetzt hier einfach mit meinen Einstellungen, welche auch immer das sind, die ich da handeln möchte, kann ich dem jetzt hier sagen, okay, hier, das ist mein Stop-Loss, Take Profit. Und wenn von da unten ein Signal kommt, ich mache mal nochmal diesen schrägen, das 50, der hat ja was hervorgebracht vorhin. Auch hier einfach mal mit den gleichen Regeln. Kein Stop-Loss, kein Take-Profit. So. Das Tempo ist ein bisschen überschaubar hier auch, ne? Also irgendwas ist da leider bei mir mit den Daten irgendwie nicht so, wie es sein soll, weil das ist gerade tatsächlich das maximale Tempo, was ich hier hinbekomme. Und das ist natürlich Quatsch. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie ein Signal oder ich nehme mal den. Ah doch, da war doch ein Signal. So, hat aber aus irgendwelchen Gründen nicht ausgeführt. Irgendeinen Grund wird er gehabt haben. Ich kann mal gucken. Hier kann man dann nämlich jetzt auch zum Beispiel
Signale verfolgen, einschalten. Ja? Und hier würde man das jetzt zum Beispiel sehen, wenn man den Test dann nochmal aufmacht. Natürlich ist nicht im Nachhinein, sondern würde jetzt bei dem nächsten kommen. So. Mal gucken, wie das nächste Signal kommt. Ah, das Spread ist zu hoch. Okay, das ist das Problem hier. Deswegen macht er nichts auf. So, und ich beende das mal kurz. Versuche mal nochmal den DAX damit hinzukriegen. Vielleicht gelingt es ja doch. Da hat immer so ein bisschen Ladehemmung am Anfang. So, machen wir das nochmal. Hier den Crossing MA. So, 20 minus 50 war das vorhin. Ja, man sieht auch hier, das auch mal kurz zu zeigen. Hier geht das wird so rot an der Seite. Das heißt, einfach nur, man sieht sofort, wenn so ein Ding geladen ist, sehr wichtig für den Live-Betrieb. Das Ding ist scharf. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Auto-Trading ausschalte, und dann sind die synchronisiert und dann geht es hier unten auch aus. Und genauso gut kann ich es von hier aber auch wieder einschalten. Ja. Und zumindest im Live-Trading, hier im Tester sind wir ein bisschen tricky, aber im Live-Trading kann ich das hier runter auch aktivieren. So, und jetzt gucke ich mal hier, Signale verfolgen, schalte ich mal nochmal ein und mache den hier mal nochmal auf. Das finde ich dann hier an der Stelle im Journal im Tester. Und sobald er jetzt irgendwas bringt, ich versuche das mal alles richtig einzuschalten hier, andere Positionsgröße. So, hier mal Reverse angesagt. Und dann gucken wir mal, ob das gelingt. Und hier kann ich ja dann auch sagen, zum Beispiel Trades langsamer. Das heißt, sobald er jetzt hier irgendwas aufmacht, also mal gucken, dann heißt aber kein Signal. Ob hier auch nicht irgendwas Komisches eingestellt ist. Nee, das sollte eigentlich funktionieren, tut es aber jetzt irgendwie, warum auch immer, gerade nicht. Kann natürlich sein, dass es jetzt hier irgendwie durch mein Ein- und Ausschalten, ich versuche es mal nochmal. Sekunde. Ah, es ist halt immer so der Vorführeffekt. Das gehört wohl irgendwie dazu. Ja, weil hier im Tester ist das mit den Slots teilweise ein bisschen tricky, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja, ist aber da, das sollte er eigentlich machen. Gibt es keinen Grund, warum nicht? Der will er aber nicht. Also man sieht, das Signal ist irgendwie da, aber es kommt, warum auch immer, jetzt gerade hier nicht durch. Meistens gibt es da einen ziemlich blöden und plausiblen Grund. Einfach nochmal neu. Wobei ich jetzt nicht ausschließe, dass es hier echt auch nochmal irgendeine Form mit den Daten zusammenhängt, aber versuchen wir es einfach nochmal. Und ansonsten müssen wir da mal halt irgendwie separat, muss ich da halt nochmal was dazu machen. Das funktioniert auf jeden Fall, sollte auf jeden Fall bei euch auf Anhieb zu Hause auch entsprechend hinhauen. Wobei, das fällt mir natürlich gerade ein, ich bin ja hier in einer ganz schlauen Version unterwegs, das ist ja noch keine Release-Version. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich hier irgendwas verbaut habe in den letzten Verschlimmbesserungen. Aber wie gesagt, das ist nicht die Version, die draußen ist, sondern das ist die nächste, die jetzt kommt. Also das ist halt leider nie ausgeschlossen. Aber ich musste jetzt hier auf meine Entwicklungsplattform gehen, weil ich halt hier auch entsprechend nur den Code habe. Ja, und daran wird es wohl auch liegen, weil da kommt nämlich gerade überhaupt nichts durch. Hat einer von Ihnen jetzt parallel mitgetestet und kann berichten, ob das mit der aktuellen Version funktioniert? Ja. Auf jeden Fall ist das die Vorgehensweise und die funktioniert auch. Also mit der Version, die draußen ist, auf jeden Fall. Ist jetzt hier ein bisschen schade, dass ich jetzt hier so einen blöden Vorführeffekt habe. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, warum das nicht funktioniert. Also ich weiß, dass es funktioniert. Ich teste die Sachen ja genauso. Und es ist, wie gesagt, hier ist jetzt gerade was umgestellt an der Basis. Und ich vermute mal ganz stark, das hängt jetzt damit auch zusammen, weshalb da jetzt irgendwie nichts ankommt an Signalen. Ja, also so kann man dann natürlich entsprechend halt nochmal die Strategien, auch wenn ich es jetzt hier nicht kann, leider Gottes gerade, dann einfach auch durch den Strategietester schicken und dann hier dann nochmal halt sich die gesamte Auswertung dann angucken und mal gucken, ob das normale Trading überhaupt funktioniert. Ja, das geht.
und kann sich dann halt entsprechend auch die Auswertung dann halt nochmal im Detail angucken, hat dann natürlich nachher auch einen kompletten Abschlussbericht dann entsprechend von dem, was da passiert ist. So oder so läuft ja hier auch die interne Statistik mit, ja, und aber eben halt dann auch nachher der Detailreport. Ja, also wie gesagt, sorry, dass ich das hier jetzt nicht kann, weil es ist eine andere Version schon und die hat eben noch ja, so ein paar Baustellen gerade hat. Das ist gerade hier nur ein Vorführeffekt. Also bitte nicht dran stören lassen. Geht auf jeden Fall mit der Version, die draußen ist. Wir können das Thema auf jeden Fall So. nochmal auch aufgreifen, eventuell auch schon im nächsten Webinar Helpdesk, dann kann man das ja nochmal zeigen. Hier schreibt einer, bei mir funktioniert das Auto-Trading nicht, es kommt immer kein Preset. Nein, 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 nein. Da wird was verwechselt. Das gibt es, kein Preset gibt es nur bei strategische Order. Das ist ja was ganz anderes. Ja, also hier kann ich ja auch automatisch handeln lassen. Aber dorthin kommt die Fehlermeldung, kein Preset, weil hier gibt es ja kein Preset, also beim Auto-Trading, sondern ich habe ja einfach nur meinen Automaten, den ich da entsprechend halt reinhängen kann. Also das hat damit auf jeden Fall nichts zu tun. Ja, haben wir sonst noch Fragen? Wahrscheinlich 1 Million Fragezeichen in den Köpfen der Teilnehmer. Kann ich sehr gut verstehen. Man muss sich halt schon natürlich ein bisschen damit auseinandersetzen und programmieren ist auch nicht jedermanns Sache, das ist vollkommen klar. Aber nichtsdestotrotz, man hat ja die Möglichkeit, mit den Sachen, die dabei sind, kann man ja schon so manches abdecken, was man halt eben automatisiert handeln möchte, sei es jetzt irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit oder zu bestimmten Bedingungen oder Range Breakout oder Return to Open ist ja auch eine dabei, zum Beispiel. Wo du jetzt auch Uhrzeit sagst, gab es noch eine Frage zu Trade at Time, ob man auch nach Punkten schließen kann, aber ich glaube, das kann man ja mit dem Take Profit lösen, ne? Profit, klar, sicher. Genau. Brauche ich ja nur den Take Profit einzuschalten. Das ist ja eben das, was ich vorhin meinte. Ich brauche ja nur, wenn ich jetzt hier drin bin, ich brauche mir über den Exit in der Programmierung ja gar keine Gedanken zu machen, ja. Sondern ich kann das ja alles hier oben ganz normal über meine Parameter steuern. Also jetzt hier nochmal um Trade at Time. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, 15:30 Uhr, das hier ist nur mein Close, wenn es noch auf ist. So, wenn ich dem aber sage, ich nehme aber nach 10 Punkten, nehme ich mit. So, gebe ich hier oben mein Take Profit ein und nehme es halt nach 10 Punkten mit. Ja, das ist ja halt, bin ich ja hier komplett flexibel, weil von hier kommt ja nur das Signal. Ja, also das ist ja genau das Gleiche, den gibt es auch hier im Quellcode mit dazu. Kann ich ja auch mal angucken, ist auch nichts Kompliziertes. Das sind auch nur, das ist alles. Ja, er guckt ja nur hier. Ist die aktuelle Stunde das, was ich als Beginn eingegeben habe und ist flat? Ja, also es sind auch so einfache Befehle eben, beziehungsweise Funktionen, die hier sagen mir, bin ich flat? Ja, dann trifft die halt zu. Und also fast nichts an Code. Und dann halt eben hier gucke ich mir noch an, welcher Wochentag. Und der wird dann abgeglichen mit den Buttons, ob die gedrückt sind oder nicht. Und dann hier noch. Soll ich verkaufen? Ja, dann kaufe. Ansonsten kaufe. Ja, das ist alles. Mehr ist es nicht. Hier ist irgendwie, sind das 20 Zeilen ohne die Kommentare, wenn überhaupt. Und eben halt, ja, eben durch das Framework. Ne? Und das sind halt ja auch, deswegen sind die Sachen ja auch drin. Das sind ganz einfache Beispiele, die kann man sich natürlich auch anpassen, wie man will. Ich erhebe auch darauf kein Copyright. Da wird auch keiner verklagt, wenn er damit irgendwas verändert. Sondern das ist ja dazu da, damit man es halt eben nutzt und für seine Zwecke dann ja auch entsprechend relativ einfach anpassen kann. Also die sind halt alle, ne? Also alles, was hier dabei ist bei Samples, ist auf jeden Fall im Quellcode dabei. Die Return to Open, glaube ich, auch sogar, weiß ich gar nicht. Aber es ist halt auch alles extrem überschaubar an Code. Ja? Das ist halt auch hier so ein bisschen Konditionen, die mir auch mal jemand zugespielt hat und gesagt hat, ja, mich würde mal interessieren, hier im DAX hier, weil ich immer sehe, morgens Return to Open. Ich glaube, gut, ich bin natürlich jetzt daran natürlich extrem geübt, klar, also ich habe dafür irgendwie 10 Minuten gebraucht und dann war das stand das Ding, konnte ich mir die Frage halt beantworten. Und wenn man da erstmal drin ist, ja, und dann kriegt man sowas tatsächlich auch einfach wirklich schnell hin. Oder hier haben wir, das ist auch so ein Ding, gibt es auch einen Quellcode mit dabei.
haben wir heute im DAX, war das ein gutes Beispiel. Ich hatte es heute Morgen auch in meiner Gruppe noch geschrieben, so von wegen Hammer. Das ist so ein typisches Lehrbuchkonstrukt. Beim Hammer geht das Ding long. Hat man ja gesehen, wo der heute long ging. Und ist dann hier zum Beispiel halt auch, ja, das ist jetzt einfach hier der Quellcode. Ich kann mich einfach fragen, ganz einfach. Also das ist alles, wo man wissen will, ob die aktuelle Kerze ein Hammer ist oder die letzte. Bar ist Hammer. Fertig. Mehr muss ich gar nicht wissen. Oder ich kann genauso gut fragen, hier, Bar ist Shooting Star. Ja, oben halt, so kann man eben wahnsinnig einfach dann auch Pattern und so weiter halt abfragen. Oder Inverted Hammer oder halt auch ein Hanging Man, ja. Und einfach nur, if Bar ist Hanging Man, das würde dann wohl hier irgendwo drin stehen. Genau, weil ein Hammer ist ja, also beziehungsweise ein Hanging Man ist ja einfach nur ein Hammer, steht halt nur auf dem Kopf. Ja. Gibt jetzt hier keine extra Funktion. Und aber von der Form ist ein Hanging Man, ist ein Hammer. Ja. Also wer sich ein bisschen mit Kerzenformationen auskennt, der weiß das ja halt so. Und da gibt es zum Beispiel halt, kann ich ja mal kurz zeigen, was es da halt auch alles gibt. Ich kann also einfach fragen, if bar is bullish, is bearish, is doji, dann halt hier die Range, dann halt hier zum Beispiel die Dochtlänge, dann die Lundenlänge, die eigentliche Kerzenlänge, das Anteil von dem Body zu der ganzen Kerze und so weiter. Oder ist Hammer, ist Shooting Star, kann dann auch gucken, schneidet die irgendeinen Kurs, ja, oder berührt die halt irgendeinen anderen Kurs und so weiter. Und halt, also das hilft natürlich extrem beim Programmieren, weil ich nicht irgendwie ganz kompliziert da erst rausfinden muss oder ausrechnen muss, ist das jetzt ein Hammer? Ja, sondern ich frage einfach, ist es ein Hammer? Und dann kann man hier halt auch noch die Werte verändern. Also wenn ich zum Beispiel, hoppla, machen wir es mal zu, wenn ich jetzt hier zum Beispiel frage, ist Hammer, dann kann ich dem auch noch hier, kann das einfach so stehen lassen oder sag ihm halt, naja, aber zum Hammer darf mein Kopf nicht größer irgendwie oder muss halt meine Lunte unten, die muss mindestens 75% betragen. Wenn das meine Definition ist, ja, dann gebe ich halt hier 75 ein. So, und dann findet er nur Hämmer, die halt eine Lunte haben, die mindestens 75% von der ganzen Kerze ausmachen. Hier ist es voreingestellt auf 55. Das ist die Voreinstellung, braucht man gar nichts machen. Aber so kann man das halt, so kann man die ganzen Toleranzen dann halt eben da auch noch mit eingeben. Und wie gesagt, also nochmal das zum Vergleich mit MetaTrader, überhaupt kein Vergleich. Gar nicht, ja. Also auch von der Lesbarkeit vom Code. Ich denke, das sieht man hier auch inzwischen. Das kann man halt, ja, es ist total einfach. Ne? Man guckt drüber und versteht, was man da programmiert hat. If die Kerze ist ein Hammer, da brauche ich auch nicht mal was zu erklären dazu. Das liest sich von selber. Und so kann ich genauso gut rückwärts fragen. Ich könnte jetzt fragen, was weiß ich, wenn ich jetzt hier noch wissen will, ist Hammer, könnte ich ja noch fragen, ja, befinde ich mich an einem lokalen Tief? Könnte ich jetzt hier zum Beispiel noch fragen, if zum Beispiel Bars, also ich muss ja auf die anderen Kerzen dann gucken und dann ist Local Low, ja, ist das ein lokales Tief über mindestens irgendwie 20 Kerzen. So, dann weiß ich, alles klar, das ist die Kerze, die von den letzten 20 das tiefste Tief gemacht hat. Auch ganz einfach und auch ja, leicht lesbar und funktioniert tatsächlich. Soll man nicht meinen, aber ja, so ist es. Okay. Allerdings die Frage, was genau ein Hammer? Ja, das ist immer die gute Frage. Ne? Ich meine, wir haben es ja heute im DAX gehabt und deswegen bin ich auch immer so auf Kriegsfuß, wenn ich irgendwo überhaupt schon Hammer sehe, weil das funktioniert nicht. Also ein Hammer im Backtest besteht einfach nicht. Ja, das kann ja jeder ausprobieren hier. Den Quellcode hat man dazu. Probiert es aus, auch mit lokalem Tief. Hammer. Ist mir ein Rätsel, wie man den handeln soll. Genauso wie ein Shooting Star. Das ist genau das Gleiche. Und das sind eben so bekannte Sachen, die man halt kennt. Und da braucht man sich eben nicht auf das Gelesene zu verlassen oder auf das, was man glaubt, wahrzunehmen, sondern macht einfach einen Backtest. Und dann sieht man genau, macht Sinn oder macht keinen Sinn. Und ich habe heute Morgen bei mir zum Beispiel geschrieben, ja, wir haben einen Hammer. Erstmal ist es nur vermeintlich, weil das Gap ist nicht eingerechnet. Das Einzige, was wir eigentlich haben am Freitag, ist eine Abwärtsbewegung, die zu 50% korrigiert worden ist. Das ist alles. Und das ist für mich nicht long, sondern das ist ein netter Versuch, irgendwie da einen Reversal zu zaubern, aber mehr auch nicht. Und wenn man sich da halt anguckt, wo wir da im DAX irgendwie gerade stehen, muss man ja, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ne?
Und das sind eben genau solche Sachen. Die Sicherheit bekommt man halt eben, wenn man solche Sachen eben auch mal automatisiert und dann entsprechend auch viel besser weiß, wie man damit mit umgehen kann. Und wer meine Sachen zum Beispiel kennt, auch meine Trades, die ich ja jeden Tag eben auch poste. Und das hat halt alles irgendwo natürlich statistische Relevanz. Und deswegen stütze ich mich auch drauf und verlasse mich halt auch drauf, weil ich weiß, okay, selbst wenn es dann nicht aufgeht, ich weiß aber dann einfach, im Durchschnitt funktioniert es halt aber und hat einfach eine andere Verlässlichkeit. Und ob man dann jetzt natürlich die Automation nutzt, um jetzt zum Beispiel sich nur Signale zeigen zu lassen, ja, ich könnte auch hier zum Beispiel einfach nur sagen, ey, wenn das in die Bedingung eintritt, mal mir einen Pfeil, ja, um dann halt eben manuell dann irgendwie noch einen Trade einzugehen, ob man es automatisiert macht oder ob man halt die Automatisierung beziehungsweise die Programmierung nutzt, um genau solche Sachen mal eben zu testen. Das ist ja jedem selber überlassen. Ja. Was auch dabei ist, weil hier wurde nämlich gerade gesagt, dass die Robots nicht dabei sind. Ja, ich weiß zwar jetzt nicht genau, welcher nicht dabei ist, aber die sind auch teilweise ist das natürlich auch hier Material, die es nur bei mir hier gibt. Ja. Also das heißt nicht, nur weil es jetzt hier gerade drin steht, muss es nicht im Stereo Trader dabei sein. ATR Bracket sollte aber eigentlich dabei sein, glaube ich. Also wenn nicht, dann muss ich den mal nachschieben. Das ist kein großes Geheimnis, was der macht. Return to Open sollte eigentlich auch dabei sein. Also ich kontrolliere das gerne mal. Also wie gesagt, da gibt es kein Geheimnis. Das sind ja hier alles nicht irgendwie, ist ja kein heiliger Gral dabei. Und das kann ich gerne mal auf jeden Fall noch Also, hinzufügen. ATR Bracket ist dabei, aber Return to Open sehe ich jetzt Ist auch bei nicht mir dabei. nicht. Nein. Okay, dann werde ich das mal bei Gelegenheit hinzufügen. Ja. Also es ist nichts Kompliziertes. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Jetzt habe ich glatt den Faden verloren an der Stelle. Nee, fällt mir nicht mehr ein. Dass die Ist Zeit weg. fortgeschritten ist, wolltest du sagen. Das auch, ja. Ist bei dem Thema auch nicht so schwer. Ne? Das ist. Richtig, ja. Vielleicht Ja. noch zwei Fragen zum Programmieren an sich. Kannst du ja dann urteilen, ob das jetzt kurz beantwortbar ist oder nicht. Und zwar einmal, ob es die Funktion iCustom dabei ist und wo der Unterschied zwischen Return und Break ist. Wo der Unterschied zu was ist? Return und Break. Ach Gott, ja, das ist aber schon sehr Metatrader-basic, also Return einfach nur verlässt die Funktion. Wo war das denn? Weiß ich jetzt gar nicht. Und Break unterbricht einfach nur eine Schleife. Ich glaube, hier war das wahrscheinlich bei der Range Breakout. Dort, das gab es wahrscheinlich mal irgendwie einen Break irgendwo, oder? Ja, genau. Ja, also hier habe ich eine Schleife einfach. Da wird ja durchgezählt. So, der guckt jetzt hier maximal 1440 Minuten rückwärts oder 1044 Balken rückwärts und unter bestimmten Bedingungen Break. Das heißt, der verlässt hier nur die Schleife. Und Return heißt ja einfach nur, ich bin raus hier aus der Evaluierung, aus der ganzen Funktion. Ja, also könnte ich jetzt nämlich hier sagen, zum Beispiel, if, wenn ich sage, montags habe ich da keinen Bock drauf und dann kann ich halt schreiben, dann war. Warum kommt das jetzt nicht? Das streikt hier gerade so ein bisschen. Hatte manchmal keine Lust drauf. Also eigentlich heißt die Funktion ja Bar Day of Week, müsste die eigentlich heißen. Oder stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch? Ich weiß schon gar nicht, wie habe ich das vorhin gemacht? Vielleicht Bars mit S. Ah nee, einfach nur Quatsch brauche ich gar nicht. Also es geht ja gar nicht auf Bar, geht ja direkt da drauf. Ja. Ich könnte jetzt hier in der Range Breakout, also ich bin ja hier direkt. If Day of Week gleich 1. Raus, passiert nichts. Ja, das würde jetzt einfach nur, wenn Montag ist, würde grundsätzlich gar nichts gehandelt werden. Ja. Und Break unterbricht eben halt hier nur die Schleife und sonst nichts. Es gibt auch, glaube ich, noch irgendwo ein Beispiel, muss ich mal gucken, wie man mit dieser Indicate-Funktion umgeht. Also es gibt ja halt, ich hier mal kurz nochmal die Struktur, damit wir es einmal abschließend haben. Also hier SEA beginnt, da beginnt mein Block. Ja, SEA heißt nichts anderes als Stereo Trader Expert Advisor. Hier beginnt ein Block und alles dazwischen gehört dazu und entsprechend gibt es hier ein Declare SEA End. Das ist ja alles schon drin. Und dazwischen gibt es nochmal diverse Makros. Das heißt, die Struktur muss man so einhalten, wie sie ist. Ja, also hier oben kann man natürlich noch andere Dateien einfügen und weiß ich nicht was. Oder auch einen ganz normalen Indikator noch irgendwie die Elemente dazufügen. Aber ansonsten muss das eine Reihenfolge sein,
sonst funktioniert es nicht. Also SEA Init, hier gebe ich zum Beispiel einfach alles an Einstellungen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Set Indicate ist per Default eingeschaltet, kann ich auch genau sagen, brauche ich nicht. Also das heißt, eine separate Funktion, die mir jetzt noch irgendwas zeichnet, ja, kann ich ausschalten. Oder wenn es nur ein Indikator ist, gibt es ja keine Signale, die ich erzeuge oder beziehungsweise ich kaufe, verkaufe und schließe auch nichts, dann kann ich Set Evaluate False, nur mal zum Beispiel. Dann kann ich sagen, hier, ich will in jedem Tick unterwegs sein. Und dann hier, wie vorhin gesagt, zum MetaTrader, wenn man die ganz normale OnCalculate braucht, kann ich die auch haben. Ja, die kann ich mir auch entsprechend unten einbauen. Da wird die auch aufgerufen. Ja, und die heißt auch ganz normal OnCalculate, hat auch die ganz normalen Parameter vom MetaTrader, ist aber hier eingebettet in eine Klasse. Merkt man nur nicht, weil das Framework eben so aufgebaut ist, dass man das sich damit halt eben, ja, also es sieht erstmal aus wie im normalen Code, man ist aber de facto in einer neuen Klasse hier unterwegs. Und wer will, kann sich das antun. Das ist aber so ein bisschen, ja, bisschen Brainfuck eigentlich schon. Also weil es schon komplex ist mit Makros, wie das aufgebaut ist. Dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, set mindestens 10. Das heißt, also er würde hier, wenn das so eingestellt ist, kann ich alle 10 Kerzen nur kaufen. Sowas kann ich zum Beispiel auch einschränken. Das heißt, ich muss mir auch nicht angucken, ob da irgendwas gerade auf ist oder schon passiert ist, sondern macht er dann auch automatisch. Dann hier diese Signalregeln, ja, die kann ich auch hier drüber steuern. Das ist das, was hier unten gezeigt ist, also hier die Signalregeln. Wenn ich die, ich kann es einerseits dem Benutzer überlassen, ja, das, ob man das hier einstellen kann, oder ich stelle sie hier halt vorher ein. Dann kann ich hier einschalten, was ich will. Das wird immer nach dem passieren, was hier im Code dann halt zum Beispiel drin ist. Das heißt, dann kann man halt natürlich, je mehr ich hier vorgebe, umso weniger kann ich im Panel dann auch kaputt machen an der Strategie. Bei der Sportstrategie ist es zum Beispiel so, da kann man fast einstellen, was man will. Das wird größtenteils wird es ignoriert. Das Einzige, was man einstellen kann, ist, glaube ich, der Trail, aber alles andere nicht. Also man kann eigentlich dort nur einstellen, ob ich traile oder halt Take Profit. Und der Rest wird komplett von dem Sport EA halt gesteuert. Dann kann ich halt hier noch irgendwie sagen, okay, welche Handelsmodi werden unterstützt, kann ich auch noch einschränken, kann mir sagen, okay, werden halt hier die Signalkerzen, die Pfeile angezeigt, ja, nein. Ich kann auch hier eine Range festlegen, falls ich nur was testen will. Und das sind eben alles Sachen, die passieren hier in SEA Init. Genauso wie jetzt hier zum Beispiel halt das Panel, wo halt die einzelnen Buttons und so weiter dazukommen. Also grundsätzlich ist ein Panel ist immer vorhanden, ja. Da steht dann einfach der Titel drin und ob ich jetzt hier irgendwelche Eingaben benutze oder nicht, ist egal. Ansonsten schwebt das da unten halt einfach nur rum. Und dann steht der Titel drin. So, wenn ich hier fertig bin, gehe ich raus, sage, alles klar, super gelaufen, gehe hier mit True zurück. Und wenn ein Fehler war, gehe ich halt mit Return False zurück und dann würde sich der SEA dann auch verabschieden. Deinit, also ganz klar, wenn halt irgendwie das Ding entladen wird, kann ich hier halt auch noch diverse Sachen vornehmen, wobei, wenn jetzt zum Beispiel halt was gezeichnet worden ist, also wenn da irgendwie Kästen, Cluster, Linien, keine Ahnung, muss man sich keine Gedanken drum machen. Das wird alles automatisch erledigt. Ja, also das ist dann halt einfach, es steckt komplett in diesem Framework drin. Die ganze Initialisierung von dem Zeug und auch die Deinitialisierung, muss man sich keine Gedanken zu machen. Braucht hier nichts irgendwie zu löschen und das passiert alles komplett von selbst. Und dann hier SEA Indicate. Das heißt, dort würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nur einen Indikator haben will, ja, der nach diesem Prinzip eben arbeitet, ja, also einfach jetzt nicht mit der OnCalculate, sondern halt entsprechend mit dem sequentiellen Modus, also von links nach rechts, wo ich einfach nur abfrage, hey, habe ich hier eine Kerze, die passt? Wenn ja, dann zeichne mir dies und das und jenes. Das würde alles in SEA Indicate passieren. Ja, also dort kann man aber nicht kaufen und verkaufen. Passiert dann einfach nichts. Ja, wenn ich jetzt hier irgendwo reinschreibe, buy, hat das überhaupt gar keinen Effekt. Ja, weil es halt, das gehört in die Evaluate. So, und wenn man es aber sauber trennen möchte, dann macht man halt hier alles, was visuell ist, was gezeichnet wird oder was vorberechnet wird, das macht man die SEA Indicate und alles, was Signale ausführt, in die SEA Evaluate. Man kann theoretisch auch in der SEA Evaluate zeichnen. Ja, ich glaube, das ist sogar hier bei der Range Breakout, habe ich jetzt gar nicht geguckt, ist das dort so? Ja, tatsächlich, die zeichnet sogar, aber auch nur, weil es halt hier irgendwie gerade jetzt irgendwie so ein Befehl ist. Deswegen habe ich da jetzt das auch nicht großartig ausgelagert. Wenn man das ganz regulär machen würde,
dann würde dieser Block und dann halt in die SIR Indicate reingehören. Aber hätte es jetzt hier nur umständlicher gemacht. Aber wenn man eben komplexe Zeichnungen hat und so weiter, macht es schon Sinn, das zu trennen, weil es natürlich einfach übersichtlicher ist. So, SIA Evaluate, wie vorhin gezeigt, hier montags kaufen, ja, wird auch genauso wie die Indicates nach jeder Kerze oder bei jeder Kerze aufgerufen. Also wenn eine neue Kerze aufmacht, ja, dann wird es aufgerufen, also quasi mit dem Open, ja. Und zuerst die Indikation, dann kommt die Berechnung. Das ist immer die Reihenfolge, wie es läuft. Oder beziehungsweise, wenn ich noch eine klassische On-Calculate drin habe, wird die zuallererst aufgerufen. Und dann hier Indicate und dann Evaluate. Das ist die Reihenfolge. SEA Reset wird aufgerufen, wenn ich hier irgendwo draufklicke. Dann gibt es ein Reset. Das heißt, es wird alles einmal neu durchberechnet. Und ist auch eben so gesteuert, das wird ja automatisch abgefangen. Sobald ich hier drauf drücke, geht das Framework hin und führt eben halt für jede Kerze nochmal hier ein SEA Evaluate und Indicate und Evaluate nochmal komplett aus. Ja, löscht auch alles, was davor war, was gezeichnet worden ist, ist alles weg. Und ich bin einfach immer nur hier an der gleichen Stelle. Und da kann man natürlich dann halt sagen, okay, pass auf, wenn geresettet ist, naja, da muss ich halt die eine oder andere Variable zurücksetzen. Da sage ich dann lieber mal halt hier, ja, mache ich halt irgendwie manuell. Das würde dann, könnte man dann zum Beispiel halt hier machen. SEA User, jetzt muss ich selber überlegen, was war denn das noch? Wenn nämlich hier im SteroTrader Panel, wenn dort halt irgendwas geändert wurde, also wenn dort ein Wert geändert wurde, sobald ich hier irgendwo draufklicke und entsprechend das Signal an den SEA geht, dann wird hier SEA User ausgeführt. Das heißt, dann weiß ich, alles klar, da hat jemand beim SteroTrader im Panel irgendwas geändert. Ja, und da gilt es dann halt entsprechend neu zu berücksichtigen. Und man kann auch, wie es hier steht, hier sogar Trading-Signale absetzen. Das heißt, wenn jetzt dort jetzt irgendjemand irgendwas macht, was mir nicht gefällt, dann kann ich jetzt zum Beispiel hier sagen, okay, ich bin hier flat, ja, dann kann ich das hier drin machen. Dann muss ich das. Ist eine Ausnahme, weil normalerweise kann ich ja nur hier Signale irgendwie absetzen, kaufen, verkaufen, Flat, Stop Loss und so weiter. Das hier ist eine Ausnahme. Die ist auch so ein bisschen da, um halt vor irgendwie ungewollten Sachen halt zu schützen, damit ich nicht alles neu rechnen muss, sondern kann ich hier direkt reagieren und kann dann sagen, okay, zum Beispiel hier, dann, wenn das und das ist, und dann, ja, falsch, wäre schlecht, dann Flat, fertig. Ja, also unter bestimmten Bedingungen sollte man natürlich dann abfragen. Das würde zum Beispiel hier gehen. Gleiches gilt für Chart-Event. Wird aufgerufen, wenn zum Beispiel halt der Chart verändert wird, wenn der neu skaliert wird, und so weiter und so fort. Oder das Fenster vergrößert, verkleinert wird, gescrollt wird. Das würde alles Chart-Event. Und hier kann ich auch Positionen öffnen, schließen und so weiter und so fort. Dann habe ich einen Timer, der ist leider festgelegt. Der wird alle 333 Millisekunden ausgeführt. Also es kann dreimal pro Sekunde, wenn ich da irgendwas brauche, um zum Beispiel irgendwas zu überwachen, das kommt in SEA-Timer rein. Der ist leider nicht variabel. Könnte man machen, braucht man in den meisten Fällen aber nicht. Wenn es öfters gebraucht wird, es ist vorbereitet, kann man machen. Aber geht natürlich alles auch irgendwann mal zu Lasten der Performance. Und klar, also wie gesagt, es ist. Hat auch gerade noch mal einer geschrieben, hier der Martin, ich kann es nur wiederholen, wir brauchen ein Entwicklerforum. Ja, ich glaube, das würde Sinn machen. Aber ich brauche natürlich auch mal ein paar Entwickler, weil ich mich natürlich freue, wenn sich da auch mal der eine oder andere drauf einlässt, weil ich glaube schon, dass das Ganze richtig viel Potenzial hat. Also gerade im Bereich vom MetaTrader, das ist halt eine andere, ich will nicht sagen Dimension, aber es ist ein anderes Level, mit dem man hier programmiert innerhalb vom MetaTrader beziehungsweise an der Stelle Schrägstrich StereoTrader. Ja, das ist auf jeden Fall die Struktur und ich denke, die ist übersichtlich und vor allen Dingen auch sehr, sehr mächtig von den Funktionen und Klassen, was es da halt alles dazu gibt und damit auch eindeutig von dem, was die Schnittstelle des Framework hier bietet, ohne hier Namen von anderen Plattformen zu nennen, aber dem, was man so kennt und was auch Profi-Werkzeuge sind und die hauptsächlich Handelsplattformen sind und nicht Testing-Plattformen, haushoch überlegen. Da bin ich mir
ziemlich sicher und weiß es halt eben auch, weil ich natürlich auch andere Plattformen und die Schnittstellen zur Programmierung von dort eben auch kenne. Ja. Es gibt ja auch Plattformen, das sind ja keine Plattformen, das sind ja eben Testumgebungen. Da gibt es natürlich so ein paar wesentlich speziellere. Dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Das ist natürlich noch was ganz anderes, aber das macht man ja auch, um statistische Ansätze hauptsächlich zu entwickeln. Und hier ist es ja so ein Mix. Ja, also ich kann hier auf der einen Seite statistische Ansätze irgendwie halt prüfen oder beziehungsweise mir halt entwickeln, aber eben hauptsächlich auch gedacht, um eben automatisiert zu handeln und das Ganze halt eben auch ein bisschen schicker und ein bisschen schneller und einfacher, als das üblicherweise so der Fall ist. Und vielleicht auch mit ein bisschen weniger Know-how im Bereich Programmierung, weil es ja halt doch großteils hier ja, selbst erklärender und selbstredender Code ist. Gut, da schreibt ihr, Arjuna Trader geht wie Mysterio Trader auch. Nein, das stimmt nicht. Der Arjuna Trader kann zum Beispiel nicht mit Ticks arbeiten. Ich kann hier bei einem SEA-Evaluate, kann ich im Tick operieren oder mit fertigen Kerzen und ich kann vor allen Dingen mit Orders arbeiten. Das sind zum Beispiel zwei Sachen, die dort, soweit ich weiß, nicht gehen. Aber wie gesagt, ich will eigentlich gar nicht über andere Plattformen reden. Den Vergleich kann jeder selbst anstellen, nur ich gehe jetzt hier nur gerade drauf ein, weil es genannt worden ist. Weil ich wüsste nicht, dass genau diese zwei Sachen, dass man nämlich eben Tick und mit fertigen Kerze plus die Visualisierung, jetzt zum Beispiel hier im Estimator mit Orders, dass die in einem von den anderen Plattformen geht. Aber ich will das gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen, darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es ging nur darum zu zeigen, dass es hier sehr bequem machbar ist. So, wenn jetzt keine Fragen mehr sind, Genau. abgesehen von, wie gesagt, den Millionen Fragezeichen und dann. Wir werden auf jeden Fall nochmal über das Format reden, dass wir eventuell hier so eine Webinarreihe mit dem Thema Programmierung mit Stable Trader entsprechend machen können. Scheint ja doch das Interesse auf jeden Fall da zu sein. Ansonsten, genau, ja, tatsächlich war die Frage ja noch offen, hatte ich da auch gestellt, die Funktion eCustom. Dirk? Also Dirk, man hört dich leider nicht mehr, falls du sprichst. Oh, okay, ich habe mein Mikro stumm geschaltet, das ist natürlich clever. Nee, ich habe gesagt, das macht gar keinen Sinn. Also die Frage leider auch nicht wirklich. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber die iCustom ist ja eine Funktion innerhalb vom MetaTrader, die ja diverse Werte von einem Indikator abfragen kann. Und wir sind ja hier im Indikator aus Sicht vom MetaTrader, ja, gibt es das ja alles gar nicht. Der MetaTrader sieht hier nur einen Indikator. MetaTrader weiß ja gar nicht, dass der Indikator mit dem Stereo-Trader kommuniziert und die sich da halt gegenseitig Nachrichten zuschicken. Und das geht ja weit, weit darüber hinaus. Also der Weg ist ja mit iCustom ist ja der, ich frage in einem EA einen Wert von dem Indikator ab und treffe daraufhin meine Entscheidung. Hier läuft es ja genau umgekehrt. Ich bin im Indikator, sage, ich habe hier ein Signal und muss mich gar nicht drum kümmern, weil der Stereo-Trader fragt es ja ab. Ja, und und ich kann ja im Stereo-Trader einstellen, ob ich mit dem Signal was machen soll oder nicht. Also ist iCustom eigentlich ein Atom in Bezug auf einen Sandberg, ja, von dem, was wir halt hier haben. Und was ja eigentlich nur die ganz, ganz, ganz kleine Basis von dem, aber auch von hinten durch die Brust ins Auge eigentlich, also das Pferd von hinten aufgezäumt. Und das hier ist ja halt wesentlich, also finde ich zumindest logischer. Ich bin im Indikator, gucke mir dort an, was habe ich für Kerzen, was habe ich Indikationen, welcher Art auch immer, und entscheide im Indikator, hey, das ist ein gutes Signal zum Kaufen und stelle dieses Signal mit allen Details zur Verfügung. So, das ist ja das eine, was ich machen kann. Und darüber hinaus kann ich aber eben auch im Indikator noch sagen, eine gute Idee wäre, hier mit einem Stop-Loss von sowieso zu arbeiten und mit einem Trailing-Stop von sowieso. Und all diese Informationen gibt ja der in Anführungszeichen Indikator an den Stereo-Trader weiter. Und ich als Benutzer vom Stereo-Trader entscheide dann, will ich das handeln oder will ich das nicht oder will ich das anders handeln. Und das ist ja halt so das Grundlegende eigentlich, wie das aufgebaut ist. Und so kann ich hier halt auch, was ich zum Beispiel
weder mit einem MetaTrader kann, noch meines Wissens wiederum mit einer anderen Plattform. Ich kann ja auch mehrere Sachen schichten. Ja? Ich kann zum Beispiel halt einen SEA hier zum Beispiel programmieren, der dann halt mir zum Beispiel Stop-Loss, Take-Profit nach ATR einstellt, völlig isoliert. Und dann packe ich noch einen anderen dazu und der schickt die Kaufsignale. Und dann noch einen dritten, der noch irgendwas ganz anderes macht. Das heißt, ich kann dann halt auch an der Stelle, ich kann drei Expert Advisors sozusagen gleichzeitig laufen lassen. Geht auch. Und was ich auch kann, das hatten wir beim anderen Webinar, wenn man Strategien isoliert, ja, habe ich ja halt auch wiederum die Möglichkeit, ich habe es ja vorhin mal ganz kurz angeschnitten, der Oliver Schwab wird es übrigens machen, in seinem Webinar mit der Sportstrategie, der wird nämlich zeigen, was halt eben die Besonderheit auch wiederum ist, auch wieder vom Stereotrader gegenüber allen anderen Plattformen, dass ich nämlich das Ganze isolieren kann. Das heißt, ich kann mir eine und dieselbe Strategie, wie zum Beispiel jetzt eine Open Range Breakout oder in dem Fall die Sportstrategie von Oliver Schwab, ich kann mir einmal meine Settings für Short machen und einmal für Long, packe das auf zwei verschiedene Charts, die unterschiedliche Strategienamen haben. Und das heißt, die handeln dann die gleiche Strategie mit unterschiedlichen Settings für Longs und kommen damit natürlich zum anderen Ergebnis, wie wenn man halt für alles das Gleiche benutzt. Und kann dann ja auch noch eine dritte Strategie machen, in der ich halt auch noch tagsüber manuell handle. Das geht ja halt auch alles damit. Und so kann ich natürlich das Ganze schichten bis zum geht nicht mehr. Also einmal halt bis zu drei Automaten in einem Chart. Dann kann ich das alles auch noch parallel in beliebigen Charts dann ja auch nochmal kombinieren. Das heißt, die Möglichkeiten, die ich hier habe, sind ja wesentlich flexibler, wie wenn ich jetzt zum Beispiel halt das jetzt nur MetaTrader oder so halt machen. Also es ergeben sich andere Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch Nachteile, muss man auch gar nicht verschweigen. Ganz klar, das eine ist natürlich die Performance, weil das hier, was da alles zugrunde liegt, auch ein bisschen Performance frisst, das ist halt klar. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich nicht beliebig Zugriff auf alle möglichen Timeframes und kann auch nicht auf andere Symbole zugreifen. Also das sind Sachen, da ist man dann nach wie vor auf direkte MetaTrader-Programmierung angewiesen. Aber jetzt für die, ich nenne es einfach mal normalen Geschichten, die man halt so vielleicht gerne automatisieren möchte, ist man hiermit, glaube ich, eleganter und schneller am Ziel und hat eben ja auch mehr Möglichkeiten, ohne jedes Mal einen Code eingreifen zu müssen, was den Exit angeht, weil ich halt eben mit meinem Panel ja jederzeit alles nochmal beeinflussen kann und mir hier meine ganze Exit-Strategie zusammenbauen kann. Und da muss ich nicht jedes Mal in den Code eingreifen. Ja, das ist ja nur mal zum Beispiel. Und da hat man noch so ein paar Vergleiche zu ziehen. Alright. Gut. So, mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Ich denke, wir haben jetzt genug Content. Gleich, ne? Ja, genug Content für die Aufzeichnung. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mhm. Und ja, wir sehen uns ja auch wieder hier mit Stereotrader und Dirk am Freitag Live-Trading NFP. Ansonsten bedanke ich mich natürlich bei dir, Dirk. War wie immer ein informatives Webinar heute. Ich denke, da müssen einige auf jeden Fall die Aufzeichnung sich nochmal angucken, da doch ja sehr, sehr viele Informationen heute wiedergegeben wurden. Und ja, wir werden natürlich über das Format denken, hier vielleicht eine Webinarreihe, was die Programmierung angeht. Denke, das lässt sich verwirklichen. Und ansonsten am Freitag wieder ein Termin und dann nochmal Stereotrader Helpdesk wird dann auch nächsten Monat sein. Ja, ich bedanke mich für die Teilnahme. Schön, dass Sie auch wirklich so lange da geblieben sind und zugehört haben, zugeguckt haben. Und wünsche Ihnen noch gute Trades und bis Freitag. Und Dirk, wie immer, hast du das letzte Wort. Ja, auch von meiner Seite nochmal danke. Ich habe ja auch gesehen, dass da einige sehr aufmerksam da geblieben sind, beziehungsweise es ist fast keiner gegangen eigentlich jetzt hier im ganzen Webinar. Daran sehe ich natürlich auch mal so ein bisschen das Interesse und deswegen habe ich es auch ein bisschen ausgeführt und hoffe, das war nicht zu lang. Aber wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, man wird es ohnehin nicht schaffen, ja, das hier in einem Webinar irgendwie abschließend zu erklären. Dafür ist es viel zu viel. Und hier ist ja jetzt öfters mal der Ruf gekommen nach irgendwie, wir brauchen Webinare, wir brauchen Forum und so weiter. Ich mache das natürlich nur dann, wenn ich sehe, dass halt auch das genutzt wird. Ja, also sobald ich natürlich merke, so das wird genutzt und ihr mögt es und arbeitet gerne damit und dann werde ich das natürlich auch machen. Da werden wir ganz sicher irgendwie oder ich werde ganz sicher einen Weg finden, das zu supporten, weil mir ja auch daran gelegen ist, dass es halt mal ein bisschen
mehr publik wird. Also, wenn ihr Lust drauf habt, macht es einfach. Unterstützung von meiner Seite kommt garantiert, versprochen. Ja, also dann nochmal danke an der Stelle für eure Aufmerksamkeit, fürs Durchhalten. Hat wie immer Spaß gemacht und freue mich aufs nächste Mal. Euch noch einen schönen Abend dann einfach. Bis dahin. Tschüss.